Hey, guten Morgen zusammen, hip hip hurra, wir spielen wieder Elden Ring. Yippie. Ja, letztes Mal haben wir großteils Limgrave mehr oder weniger abgeschlossen. Wir haben hier den Norden erforscht, haben hier ein Siegelgefängnis gefunden mit einem Schmelztiegelritter, den wir nicht besiegt haben, haben hier die verzweifelte Jungfer an der Hütte am Sturmhügel kennengelernt und den Kriegsmeister Bernal und da einen Klangperlenjäger entdeckt und vernichtet und einen Todesvogel und haben ein paar Katakomben und eine Höhle durchgemacht und einen untoten Jäger namens Dee getroffen und einen Tibia Marina, also ein Skelett auf dem Boot, getötet. Und hier am Ende in der schwelenden Kirche gegen die Anastasia gekämpft, eine Invasorin, die auch noch ein paar Mal vorkommen wird. Und da werden wir nochmal über sie reden. Und dann hat uns Melina in ein ganz anderes gebracht, nämlich hier unten hin zur Tafel der Gnade. Und das hier ist die sogenannte Tafelrundfeste. Und hier kann man nur hinkommen, indem man teleportiert wird. Und Melina war so nett und hat uns teleportiert. Super cool. Ich bin irritiert, weil OBS ein Update hatte und die Farben jetzt anders aussehen bei der Klangerfassung. Und so war ich kurz erschrocken, ob kein Ton ist. Ja, das merke ich ja dann in 2 Stunden. Ja, wir sind hier in der Tafelrundfeste. Und man sieht schon, das ist hier so ein. Ich meine, es ist ganz offensichtlich an die Ritter der Tafelrunde und sowas angelegt. Hier sind auch so ein paar Leute unterwegs. Offenbar schöne Statuen, ein Kamin, total gemütlich. Hier so ein runder Tisch in der Mitte mit einer riesigen Gnade in der Mitte. Dieser Tisch hier ist quasi einfach auch genauso eine verlorene Gnade wie alle anderen auch. Hier stecken Waffen in der Mitte. So beholzte Schwerter. Ich bin mal so dreist und springe hier drauf, dann können wir die mal anschauen. So Schwerter, bei denen so kleine Zweige schon rauswachsen und so, wie aus Holz. Oder eher, weil die Holzanteile der Waffen sind verwurzelt und verwachsen. Wahrscheinlich schon sehr lange hier drin. So, der Tisch ist geschmückt mit, ich glaube, es ist das Siegel des Erdenbaums. Es ist dieses komische Kreuz mit den seltsamen Auswüchsen an der Seite. Was ich auch, ja, witzig, hier in meiner Umrahmung vom Video habe, hier direkt. Diese Dinger sind da auch zu sehen. Bisschen schwierig, aber so ist es. Ist halt einfach so ein typischer. Ja, Schmuck hier, der in Elden Ring 4 vorkommt. Ups, ein Spiel kaputt gemacht. Hier drin kann man nicht kämpfen. Das ist interessant. Man sieht auf der linken Seite dieses goldene Symbol. Das bedeutet, es ist ein Gebiet, in dem nicht gekämpft werden kann. Wenn ich hier auf den Attacke-Knopf drücke, passiert nichts. Ich kann die Waffen wechseln, aber ich kann sie nicht mal zweihändig nehmen oder so. Geht alles nicht. Ich kann auch nicht zaubern oder so. Hier ist einfach quasi, dass ich nicht gegen die NPCs hier kämpfen kann. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, es ist natürlich sinnvoll, dass man im Hub dann nicht aus Versehen dauernd irgendwie seine Leute schlägt, weil das hier ist jetzt quasi unser Hub. Aber ja, naja. So, kurz bevor ich anfange, mit Leuten zu reden. Hier sieht man es richtig schön. Die verlorene Gnade, finde ich, sieht aus wie eine menschliche Gestalt. Oben ein bisschen was abgesetzt wie ein Kopf, dann Körper, drunter Beine. Sehr ähnlich wie die Menschlichkeit in Dark Souls, habe ich das Gefühl. Ist natürlich so eine Frage, ob die Gnade sowas wie Menschlichkeit ist oder ob die sich gerne in Form von Menschen zeigt. Oder ob es Gnade ist, die aus Menschen rausgekommen ist, weil wenn man jemanden tötet, kommen ja Runen, also Gnade in Form von Runen raus, ob das sich dann so ansammelt, wer weiß. Auch interessant finde ich, normalerweise bei der verlorenen Gnade sind ja so ein paar, ist so Rindenmulch auf der Erde. Oder nicht Mulch, aber also Rindenstücke, wie man es auf Spielplätzen kennt, witzigerweise. Oder in großen Beeten und sowas. Und da schwebt diese Gnade drüber, als wäre es aus der Rinde. Aber hier ist es ein. Haben wir das nicht. Hier haben wir eben diese Waffen, das Siegel und diesen großen Tisch, der ja auch offensichtlich aus Holz ist. Also entweder sind da unten drin in diesem verschlossenen Teil Rindenstücke verborgen, oder der Tisch ist einfach aus dem gleichen Holz geschnitzt. wahrscheinlich aus dem Holz des Erdenbaums. Hey, hier liegen Bücherseiten. Ist alles sehr unordentlich, hier räumt keiner auf. Eigentlich komisch dafür, dass hier ein paar Leute leben, dass hier keiner irgendwie mal Ordnung macht, aber ist halt so's. Haufenweise Kerzen. Hier sind so. Man sollte erst meinen, es sind Gruften, aber hier sind Waffen auch drin. Verschanzt oder verstaut. Aber sehr unordentlich. Ja, vielleicht so für den Notfall haben die Leute mal eben schnell ihre Waffen hier abgelegt.
Und überall Statuen von so Kerlen mit, ja, mit Blumen. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesehen. Wie so alte Mönche, die haben so ein faltiges Gesicht. Die vor einem kleinen Baum stehen. Also ich finde, es sieht nicht aus, als hätten sie einen Stab in der Hand, sondern es würde vor ihnen so ein Baum aus dem Boden wachsen. Und oben blüht der golden. Und das ist eigentlich immer hier die gleiche Statue. Kann sein, dass irgendwo andere stehen. Ah, Tatsache. Da stehen welche von Rittern. Nur vor dieser Tür. Ich glaube, das war auch beim Startgebiet die gleiche Statue. Also ganz am Anfang beim Intro. Diese Art von Ritter, wo. Ja gut, der hat eine Art Speer in der Hand, aber der Speer ist umwoben von goldenen Ranken. Und die Ranken wachsen ihm auch direkt aus dem Boden und verwurzeln sich mit dem Speer selber. Und dann oben diesen komischen Halbkreis auf dem Helm. Auch eine Art von Helm, den haben wir schon mal gesehen. Aber werden wir noch öfter sehen. Und sein Mantel ist verziert mit irgendwelchen Ranken auch. Typisch. Und natürlich wie alles. Alle Säulen und so weiter, alles ist natürlich immer mit Pflanzen verziert, weil Pflanzen sind ja so ziemlich das Heiligste, was es hier gibt. So. Genug für die Umgebung. Wir fangen mal an, mit den Leuten zu reden. So, wir sehen ja auffällig, da vorne sind drei Türen und hier ist die wahrscheinlich wichtigste, größte Tür. Geht ja auch eine Treppe hoch, wie als wäre es so eine Art Thronsaal, aber kann ich nicht aufmachen. Schade. So. Dann gucken wir doch mal hier, was das für einer. Mal auch mal kurz angucken, bevor wir mit dem reden. Der hat so einen Helm, an dem ein Bart dran ist. Und dieser Bart, ich muss gerade noch mal näher ran, das erkennt man schwer. Ein Stab, wo eine Hand oben drauf ist, die eine Kugel in der Hand hält. Und er hält quasi den Stab an dieser Kugel. Und das finde ich eigentlich echt auch super interessant. Mal gucken, wie nah wir hier ran können und ihn noch gut angucken können. Genau. Guten Abend. So, der Helm von dem Typ auffällig, der Bart besteht quasi aus Ohren. Und er hat auch an seinen Ärmeln auch solche komischen Kränze. Das sieht nur aus wie ein Bart, aber es sind einfach mehrere Ohren aus Metall. Oben am Helm hat er wiederum Augen. Auch auf seinem Bauch ist ein Auge und auf seiner Brust und so. Also er hat überall Augen und Ohren als Verzierung. Und das ist auch nicht ganz neu. Das haben wir schon mal ganz kurz gesehen im Intro. Da bin ich mal so frei. Den ganzen Quatsch noch auf. So, wo haben wir es genau? So, hier haben wir die Aufnahmen vom Intro. Haben wir alles schon ein paar Mal gesehen und so weiter. Ich gehe mal schnell durch. Beim Intro, das besteht ja aus zwei Hälften eigentlich. Die erste Hälfte erklärt, was ist eigentlich in der Welt passiert. Große Zertrümmerung, die Halbgötter und so weiter und so fort. Und dann kommt dieser Teil mit, erhebt euch, ihr Befleckten. Und da sind mehrere genannt. Nämlich Horalu, der ist gerade nicht relevant, aber den haben wir schon mal kurz erwähnt, weil er in unserer Ausrüstung erwähnt wurde. Ewige Goldmaske, Fia Gefährtin auf dem Sterbebett. Abscheuliche Dummfresse. Und hier ist Sir Gideon Ofnir, der Allwissende. Und das ist der Typ, vor dem wir gerade stehen. Man sieht es hier, man kann die Maus sehen, perfekt. Er hat den gleichen Helm auf mit hier mit den Augen und hier den Ohren dran. Und etwas, was bei all diesen Befleckten zu sehen ist, auf jedem einzelnen von den Bildern. Ist das eine goldene Gnade bei denen scheint? Er hat hier die goldene Gnade über sich schwimmen. Er ist offensichtlich in einem Sarg mit ganz vielen Ohren und Augen und sowas vergraben. Und hier sind irgendwelche Statuen. Und da ist witzigerweise auch der Stab dabei, den er im Spiel in der Hand hat. Und jeder andere von denen hat irgendwo auf seinem Bild, meistens relativ nah, irgendwo eine goldene Gnade. Das ist doch mega interessant. So. Zum Gameplay zurück. Genug angeguckt. Das ist offensichtlich Sir Gideon Ofnir. Der erste von diesen Leuten aus dem Intro, den wir live treffen. Oh, welch seltener Anlass. Ich weiß gar nicht mehr, wann zum letzten Mal eine neue Befleckte den Weg zur Tafelrunde gefunden hat. Nun gut, dann heiße ich euch in meiner Rolle als ranghöchster Anwesender willkommen. Ihr seid hier in Sicherheit, also entspannt euch ruhig. Okay, danke. Super spannende Info. Reden wir mal weiter. Erlaubt mir als Ranghöherin einen gut gemeinten Rat. Ihr seid nichts weiter als eine Besucherin der Tafelrunde. Ein Hausgast, der sich seinen Unterhalt erst noch verdienen muss. Also werdet nicht hochmütig, Neuling. Er ist ja nett.
Mehr gibt es nicht zu sagen. Gehabt euch wohl. Okay, ich meine, das ist fair. Wir haben bisher nicht wirklich was Großartiges geleistet, weswegen wir irgendwie was Besonderes sein sollten. Der scheint ein bisschen mit sich selbst beschäftigt zu sein. Ich finde, er sieht aus, als wäre er auch ein bisschen älter. Ich meine, er stützt sich so auf seinen Stab. Alle Befleckten waren wohl tot, bevor sie in die Zwischenlanden zurück durften. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Die Befleckten wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt auch Befleckte, die noch leben. Ich glaube zum Beispiel, die Jungfer bei der Sturmhütte, die war nicht tot. Aber es ist schwer zu sagen. Ich glaube, ob man tot war oder nicht, hat wenig damit zu tun, weil in Elden Ring die Leute nie endgültig sterben, sondern immer wieder belebt werden. Das scheint ja sehr Teil davon zu sein, dass es immer diesen Kreislauf gibt. Wenn man stirbt, geht die Seele zum Erdenbaum und dann wird man irgendwie wiederbelebt. Ob man den gleichen Körper kriegt oder nicht, ich schätze schon, aber ja. Das war ja das große Drama, dass der Halbgott Godwin, der Goldene, getötet wurde und ich meine, nicht mehr wiederbelebt wurde. Naja. Ja, gut. Schauen wir mal weiter rum. Hier sitzt die, mit dem haben wir ja schon letztes Mal kurz geredet. Jetzt ist er hier. Mal sehen, was er zu sagen hat. Ah, hallo. Ihr wart noch nicht bei Gurung, oder? Kein Grund zur Eile. Tut nur, was ihr wollt. Lasst ihn einfach nicht verhungern, ja? Okay, der hat uns letztes Mal auf der Karte markiert. Nachdem wir den Tibia Marina getötet haben, hat er uns diese rote Stelle hier auf der Karte markiert. Und gemeint, damit kommen wir zum Bestienkleriker Gurung, der sich für Todeswurzeln interessiert, die wir von dem Tibia Marina bekommen haben. So, hier steht ein Typ, der aussieht wie ein Priester. Genauso gekleidet wie einer von den Startklassen. Der, boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube Priester oder Prediger oder so. Können wir mal kurz anschauen, was der so an sich hat. Der hat so ein Rad um seinen Hals und so eine Art Fessel vorne an, ja, an seinem Hals hängen und ansonsten einfach diese Robe. Er hat eine Fußfessel an und er hat eine Augenbinde. Das ist natürlich auch super interessant. In dem Spiel gibt es sehr viele Leute, die eigentlich gar keine, die eine Augenbinde aufhaben und trotzdem klarkommen. Sehen ist sehr so, naja, vielleicht muss man das ja gar nicht können hier. Mal sehen, was der zu sagen hat. Oh, wie ich sehe, seid ihr gerade erst eingetroffen. Willkommen in der Tafelrundfeste. Ich bin Corhin, meines Zeichens Priester. Ich lehre Anrufung, die Kraft, die uns die zwei Finger gewährten. Und erforsche die Geheimnisse der goldenen Ordnung. Sollte ein Befleckter der Tafelrundfeste Eldenfürst werden, könnte ich als Berater fungieren. Und gewährleisten, dass die Ordnung wiederhergestellt wird und eine gerechte Herrschaft Einzug hält. Ach übrigens, seht ihr sie noch? Die führende Hand der Gnade? Oh, ja, das tun wir. Das sind ja diese goldenen Strahlen, die immer von der Gnade ausgehen, die uns ungefähr sagen, wo wir hin sollen. Kurzen Schluck. Ich kann witzigerweise nicht antworten ja, sondern ich kann antworten, ich sehe alles oder ich sehe nichts, was so ein bisschen dramatisch ist. Aber ich sage mal, ich sehe alles. Ihr seht sie. Wunderbar. Heutzutage sind die meisten Befleckten blind für sie. Ihr seid in dieser Hinsicht etwas Außergewöhnliches. Nun, was meint ihr? Wollt ihr wohl eine Anrufung der zwei Finger lernen? Jetzt kann ich Anrufungen studieren. Ich habe die Gebetsgeste von ihm bekommen. Finde ich natürlich super interessant. Wir haben noch nie so wirklich diese Sachen gehört. Zwei Finger ist so ein komisches Thema. Das wurde, glaube ich, überhaupt noch nie erwähnt. Die zwei Finger scheinen was mit der goldenen Ordnung zu tun haben und uns die Wunder zu geben. Auf der anderen Seite, die goldene Ordnung soll wiederhergestellt werden, ist natürlich auch, die ist wahrscheinlich dann mit der Zertrümmerung kaputt gegangen. Wir haben schon öfter gehört davon, dass Leute was gegen die goldene Ordnung machen sollen. Die Hexe Renna und in einer komplett anderen Zeit die Melina haben beide was in die Richtung erwähnt. Melina meinte, als sie uns in der Höhle gefunden hat, oh ja, jemand wie sie wird bestimmt versuchen, Eldenfürstin zu werden, auch wenn es gegen die Goldene Ordnung spricht. Und die Hexe Renna hat wiederum gesagt, sie wartet darauf, dass jemand sich gegen die Goldene Ordnung erhebt. Scheinen beide so ein bisschen nicht große Fans davon zu sein. Der hier wiederum anscheinend schon. Der mag, dass die Goldene Ordnung wiederhergestellt wird.
Wir können jetzt Anrufungen studieren. Und da gibt es natürlich eine Menge anzugucken. Wir werden nie Anrufungen lernen. Also vielleicht mal ein bisschen, aber es wird einfach nicht groß Thema für uns. Wir haben nur 8 Glaube als Wert. Das ist nicht viel. Damit kann man nicht viel machen. Aber wir können sie uns natürlich anschauen. Anrufungen sind natürlich sowas wie die Wunder bei Dark Souls. Sehr viel Heilzauber und sowas und Buffs und so. Aber schon auch ein paar Angriffszauber, Blitze und sowas. Schauen wir mal. Wir haben hier eine dringende Heilung. Eine Anrufung der Getreuen der zwei Finger. Heilt eine kleine Menge LP. Diese Anrufung kann in Bewegung gewirkt werden. Die zwei Finger setzten große Hoffnungen in die Befleckten. Selbst wenn sie verwundet werden oder fallen sollten, selbst wenn sie verwundet werden oder fallen sollten, würden sie weiterhin für ihre Pflichten kämpfen. Das stimmt, wir stehen ja mal wieder auf. Die zwei Finger scheinen halt sowas wie eine Art Person oder so zu sein. Wer genau das ist, werden wir noch rausfinden, aber doch wissen wir nur, die zwei Finger scheinen vielleicht ein Rang, vielleicht ein Titel. Vielleicht der Name, vielleicht sind es zwei Leute, die sich so nennen, wer weiß. Dann haben wir die Heilung. Auch eine Anrufung der Getreuen der zwei Finger heilt natürlich einfach ein bisschen mehr und auch Verbündete in der Nähe. Und der Text ist der gleiche. Und dann haben wir hier Gegengift. Und da ist, ja, wird man halt einfach das Gift entfernt und es ist auch exakt der gleiche Text dabei. Das heißt, ich lese es auch nicht nochmal vor. Und dann haben wir hier Magiefestigung. Es ist witzig, bei Gegengift, der schaut nach rechts und bei Magiefestigung, der schaut nach links. Aber es ist eigentlich das gleiche Bild. Und dasselbe hier bei Flammenfestigung. Und auch alle Zauber, die einen entgiften oder irgendwelche Stabseffekte entfernen, der schaut immer nach rechts und bei allem, was einen verstärkt, der schaut nach links, glaube ich. So, das erhöht einfach Resistenz gegen Magieschaden. Und dann steht hier unten, folgt dem Pfad, der euch vorgegeben wurde, und ihr werdet euch alle anderen zum Feind machen. Die Mönche, die Zauberer, die Drachenritter und die Sprösslinge des Goldes. Aber vergesst nie, Befleckte sind im Zwischenland nicht willkommen. Den Text haben wir schon mal irgendwo gelesen. Ich glaube, wir haben schon ein Wunder dieser Art irgendwo gesehen. Und da ist ja diese interessante Auflistung von die Mönche, die Zauberer, die Drachenritter und die Sprösslinge des Goldes, weil wir nicht wissen, wer die sind. Die Mönche und die Priester sind nicht das Gleiche. Der Corrin, mit dem wir gerade reden, der ist ein Priester, der ist kein Mönch. Das ist sehr wichtig zu unterscheiden. Mönche sind hier was ganz Bestimmtes und die sind tatsächlich auch befeindet mit der Goldenen Ordnung. So, dann haben wir hier Zurückweisung. Typisches Wunder bei den Souls-Spielen. Erzeugt eine Schockwelle, die Gegner in der Nähe zurückstößt. Hört, ihr Befleckten. Wenn ihr wahrhaftig glaubt, müsst ihr bereit sein, alles andere zurückzuweisen. Okay. Und dann kommen hier tatsächlich Wunder von was ganz anderem. Die hier sind ja alle Anrufungen der Getreuen der zwei Finger. Die haben wir plötzlich, geht in Flammen auf. Eine Anrufung aus einer finsteren Prophezeiung. Man sieht auch schon so, der schnipst eine Hand, Feuer kommt raus. Ist sehr ähnlich zu dem, was in Dark Souls die Pyromantien waren. Ist ja halt einfach ein Wunder. Lässt kurzzeitig eine Flamme aus der Hand des Zaubernden hervorschießen. Diese Anrufung kann nach einer anderen Aktion ohne Verzögerung gewirkt werden. Die Flamme des Ruins ist der Todfeind des Erdenbaums. Aber manche Propheten sehen in ihr auch ein Zeichen seines Glaubens. Diese Propheten erwarten immer dasselbe Schicksal, die Verbannung. Und das gleiche haben wir nochmal als Flammenschleuder, da wird halt ein Feuerball geworfen, gleicher Text dabei. Das finde ich auch mega interessant. Feuer als Gegenstück zu, ich meine, ein Baum ist aus Holz, ne? Also Feuer und Bäume vertragen sich meistens nicht sehr gut. Und hier steht ja auch extra bei, manche Propheten sehen in dieser Flamme des Ruins auch das Zeichen seines Glaubens. Und das ist, diese Propheten erwarten mal dasselbe Schicksal. Verbannung ist auch kein Zufall. Ich glaube, wenn man als Prophet anfängt, kriegt man tatsächlich auch diese Flamme als Wunder direkt. Und ich meine, wenn alle Propheten die Verbannung erwartet, der hat hier dieses Strafungsrad um den Hals und Fessel um den Fuß. Und ich meine, er ist hier im Zwischenland. Der Prophet wurde verbannt. Also die Startklasse Prophet genauso wurde verbannt aus ihrer Heimat, weil sie anscheinend sich mit der Flamme beschäftigt hat und das als Festigung des Glaubens gesehen hat. Aber viele andere sehen es als den Todfeind der Goldenen Ordnung. Was bedeutet das Gameplay-technisch? Kann direkt nach einer Aktion eingesetzt werden? Ja, das bedeutet, normalerweise, wenn man das wirkt, dann macht der Charakter kurz so eine Geste und dann spuckt er dieses Feuer vor sich. Aber wenn man ausweicht und das macht, dann ist diese Verzögerung kürzer. Das heißt, ja, manche Aktionen kommen eben schneller direkt nach dem Ausweichen und sowas raus. Und das ist sehr so ein Zauber, den sollte man mobil nutzen, also im Kampf mittendrin einstreuen. Es gibt ein paar Zauber, die sind so gedacht, wie diese ganzen Schimmersteinkiesel und so, die schießt man die ganze Zeit und gut ist.
Und diese Anrufungen mit Feuer sind eher so gedacht, so im Kampf, während man den Gegner prügelt, schnell mal ein Feuer mit reingeworfen und weitergeprügelt. Also nicht so ein Dauerding, ich benutze nur die Anrufung oder nur Angriffe. Also alles, was Anrufung nutzt, ist sehr viel mehr nah an Kampf dran. Ich meine, es gibt auch viele Zauber, die an Kampf dran sind, aber Anrufen sind mehr so Paladin-artig und sowas. So, wir haben ja noch einen dritten. Der sieht gut aus. Ja, so aus wie einer von den drei Musketieren fast so ein bisschen. Hat eine blutrote, reich verzierte Adeligenrüstung an. Also ich meine, ein normales Fußvolk kann sich nicht so eine Rüstung leisten mit diesen edlen Stoffärmeln und den Edelsteinen auf der Brust und alles. Schauen wir doch mal, was es mit dem auf sich hat. Oh, er hat auch einen Umhang mit irgendeinem Blumengeflecht drauf. Natürlich immer Pflanzen. An seiner Rüstung sind so Gesichter auch dran und so. Wow. Ah, hallo. Ihr seid wohl neu hier. Ich bin, naja, nennt mich einfach Dialos. Die Ehre eures Hauses ist in diesen Landen kaum von Bedeutung. Übrigens, ist euch auf euren Reisen eine junge Dame namens irgendwas begegnet? Sie ist meine Dienerin, aber so launisch und wild. Lasst sie nur einen Moment aus den Augen und sie ist so gut wie fort. Sollt ihr sie finden, sagt es mir bitte. Boah, der redet total schnell im Deutschen. Ich habe den Namen dieser Frau, die er sucht, schon wieder vergessen gerade. Ja. Sagt es mir bitte, sollte ihr eine junge Dame namens Lanya finden. Sie ist Dienerin meines Hauses. Seit meiner Kindheit begleitet sie mich schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich sie suchen musste. Ganz im Ernst. Sie ist schlimmer als ein Lausejunge. Okay. Typische Quest, er sucht jemanden. Wenn wir diese Lanya finden, sagen wir Bescheid. Und das ist alles, was er zu sagen hat. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Wege offen. Gehen wir mal erstmal hier rechts lang. So, und da sieht man schon, da sitzt Schmied und hämmert. Was ist hier alles so los? Hier sind Rüstungen aufgebahrt und sowas. Welche Krüge. Da oben hängen Schilder und Schwerter und sowas, alles schön geschmückt. Kronleuchter. Massig Waffen. Ich meine, wenn hier ein Schmied sitzt, da gibt das ja auch Sinn. Irgendwo muss der ganze Kram, den er baut, ja hin. Da hängt ein Banner. Mit einem Löwen drauf. Ein Löwe als Symbol ist natürlich auch super wichtig. Hier hängt ein Bild von jemandem, den wir nicht kennen. Irgend so ein Dude mit einem weißen Bart. Und hier ist der Schmied. Und der Schmied ist kein Mensch, sondern, wenn man ihn sich anguckt, das ist einer von den Scheusalen, wo wir so viel schon dagegen gekämpft haben, wo wir Löwen und Vogelartige gesehen haben. Und er hat es eben auch, der hat diese ganzen Hörner, die aus ihm rauswachsen und diese komischen muschelartigen Dinger, Haare, Schuppen. Hier hinten hat er Flügel, die aus seinen Hüften wachsen. Ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich, keinen Schwanz. Ich glaube, das ist aber gemacht, damit er hier an der Wand hinpasst. Und er ist mit einer Kette hier an der Wand festgemacht. Das heißt, er ist hier offensichtlich Gefangener. Einen riesigen steinernen Hammer, das ist jetzt im Schmieden nicht so geil. Na gut. Reden wir mal mit ihm. Euer Gesicht ist neu. Aber das spielt keine Rolle. Zeigt mir eure Waffen. Lasst uns schmieden. Der kommt direkt zum Punkt. Und ich habe direkt hier Waffen verstärken. Kriegsaschen habe ich hier auch zur Auswahl. Dasselbe habe ich ja dadurch, dass ich dieses Metzmesser gefunden habe, auch an der Gnade zur Auswahl. Aber der kann mir das notfalls auch immer machen. Und er hat Kriegsasche duplizieren. Wenn ich mal bei einer Kriegsasche, die ich gefunden habe, Bock habe, die auf zwei Waffen zu machen, und ich habe sie ja nur einmal, kann ich ihm tatsächlich eine sogenannte verlorene Kriegsasche geben. Sowas habe ich noch nicht. Das heißt, noch gibt es da nichts viel zu wissen. Und dann kann ich eine von denen, die ich besitze, einfach duplizieren und kann ja auf mehrere Waffen packen. Weil ich kann ja jede Asche immer nur auf eine Waffe packen. Sinnvoll. Ich kann Waren verkaufen und ich kann ihn über die Ketten an seinen Beinen fragen. Wie ich sehe, habt ihr die Ketten bemerkt. Nichts Besonderes. Ich bin ein Gefangener und das sind meine Ketten. Ich bin ein Gefangener der Feste. Unsterblich und schmiede für euch, Narren. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich kann ja aber jetzt nochmal weiter ausfragen. Ihr seid hier gefangen. Witzig ist, das Menü sagt mir, dass der Schmiedemeister Hugh heißt, aber ich glaube, er hat nie gesagt, wie er heißt. Ihr seid hier gefangen? Nee, legt da jetzt nicht zu viel hinein. Gegen euch hege ich keinerlei Groll. Es ist nicht eure Schuld, dass ich hier gefangen bin. Außerdem schmiede ich recht gerne.
Trotz meiner Andersartigkeit werden die Waffen immer stärker. Mit der Zeit zahlt sich Technik eben aus. Außerdem hilft es mir zu vergessen. Das nackte Grauen ihrer... Also im Englischen sagt er of her, also es geht um eine weibliche Person. Na gut, mehr kann ich nicht sagen. Aber ich kann Waffen verstärken. Und das Schöne ist, bei dem, ich konnte bei dem Amboss in der Kirche von Elle meine Waffen ja nur auf plus 3 verstärken. Der erlaubt mir, meine Waffen tatsächlich aufs Maximum zu verstärken. Also es ist dieser Amboss und der sind eigentlich das Einzige, was man braucht. Der ist dafür gedacht. Es gibt da nicht irgendwie noch weitere Ambosse oder so, mit denen man das dann weitermachen muss. Es gibt noch einen weiteren Schmied, aber der hier kann das eigentlich alles. Also kann ich anfangen, meine Axt zu verbessern auf plus 6. Oh, ich habe nicht genug Ruhm. Ich kann ja was verkaufen. So, jetzt ist sie auf plus 6. Jetzt brauche ich Schmiedestein 3, um noch weiter hochzugehen. Kann ich mir natürlich überlegen, ob ich auch meinen Stab weiter erhöhe oder ob ich jetzt anfange, eine Nebenhandwaffe auch mal zu verstärken. Ich habe hier noch diese coole Opferpriester-Axt, die Mana wiederherstellt, wenn ich Gegner töte. Und mit zwei Äxten kämpfen kommt mir schon ziemlich cool vor. Ich glaube, ich level die auch mal ein bisschen hoch. Kostet natürlich auch wieder die Welt. Ja. Ich level die einfach auch mal ein klein bisschen hoch und auf Dauer irgendwann renne ich halt mit zwei Äxten mal rum und probiere, wie das so läuft. Das war's zu dem Schmied. Hier geht eine Treppe runter. Ah, da gehen wir aber später runter. Gucken erstmal hier in diesem Nebenraum. So, hier ist es viel gemütlicher. Riesiger Kamin. Eine Stelle, wo man sich wahrscheinlich eigentlich ankleiden kann, aber hier liegen nur Bücher. Ob die Namen wieder so wohlüberlegt gewählt sind, glaube ich schon. Ich muss aber sagen, ich habe noch nicht sehr viel reingeschaut, was die Namen jeweils genau bedeuten. Hatte ich mir aber auf jeden Fall auf den Plan gemacht, dass ich das demnächst mal mache, weil ziemlich sicher, aber die Namen in Elden Ring sind nochmal ein bisschen was anderes. Erfahrungsgemäß, wenn es ein Miyazaki-Spiel ist, ein reines, dann ist jeder Name komplett mit Bedeutung durchzogen. Hier haben wir aber sehr viele Charaktere, die wahrscheinlich von George R. R. Martin geschrieben wurden, die wiederum dann nicht auf diese Weise bedeutungsvolle Namen haben. Da ist sehr viel mehr Bedeutung in den Stammbäumen und wie die Namen dazu relaten. Also, dass wir halt Leute haben wie Godfrey, Godwin, Godric, Godefroy und sowas. Sodass man merkt so, hey, das ist eine Familie und die haben ähnliche Namen. Aber ein bisschen Bedeutung wird schon dahinter sein. Muss ich aber leider erstmal verschieben, das Thema. So, was haben wir hier? Bild von einer Dame mit Kapuze, die irgendwas um die Haare hat. Ich glaube, das könnte Marika sein. Wir haben hier drüben noch ein Bild. Hier eindeutig von Marika oder von einer Statue von Marika, aber wahrscheinlich ist sie es selber. Sie hat diesen goldenen Reifen um den Kopf sowieso immer. Also es wird sie sein mit dem Erdenbaum im Hintergrund. Irgendein Duftkerzending. Und sonst noch mehr Bilder vom Erdenbaum. Banner mit dem Baumsymbol drauf. Ja, ein schöner Tisch mit Geschirr und so ein Kram. Hier ist alles viel schöner eingerichtet. Hier ist ein Spiegel, da kann ich theoretisch das Aussehen des Charakters ändern. Ja, und hier sitzt eine Frau auf dem Bett. Die hat ein extrem gemütlich aussehendes Kleid an. Sieht sehr samtig aus. Ja, was gibt es sonst sozusagen? Hat eine Kette um, so eine Schleife. Blonde Haare. Reden wir mal mit ihr. Seid gegrüßt, tapfere Seele, die ihr dem Ruf der Gnade selbst folgt. Mein Name ist Fia. Ich bleibe gezwungenermaßen noch etwas in der Tafelrundfeste. Tapfere Seele, würdet ihr mir gestatten, euch zu halten, wenn auch nur kurz? Vielleicht könnt ihr eure Lebenskraft und euren Mut ein wenig mit mir teilen. Das würde mich mit der Wärme wahrer Helden erfüllen. Und euch, da bin ich mir sicher, würde ein Segen des Firmaments zuteil werden. Haltet ihr das womöglich für vulgär? In meiner Heimat ist dies ein heiliger Akt. Die will einen wirklich nur halten, also nur umarmen. Lässt es aber sonst wie klingen. Sollte man auf jeden Fall mal machen. Ah, ich danke euch, tapfere Seele. Und tatsächlich. Kriegt man eine liebevolle Umarmung. Was man in allen Souls-Spielen immer mal gebraucht hätte. Endlich bekommt man das mal. Ihr seid sehr warm.
Und wie von ihr versprochen, haben wir einen Segen des Firmaments erhalten. Was ihr gerade in eurer Brust gefühlt habt, war ein Segen des Firmaments. Aber ich fürchte, er wird nicht ewig halten. Kommt einfach zu mir zurück, wenn ihr einen weiteren wünscht. Ich werde euch so oft in die Arme schließen, wie ihr es wünscht. Was sie einem nur sehr schwammig verraten hat und was einem das Spiel auch nicht wirklich so direkt verrät, wenn wir oben gucken bei den Buffs unter meiner Ausdauer, da ist ja einmal der Buff mit diesem roten Dolch, das, ups, ich freue mich, euch wiederzusehen. Der Segen brennt noch lichterloh in eurer Brust, soll ich euch dennoch halten? So, ich sag mal kurz weigern. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Was ich sagen wollte ist, wir haben in der Ausrüstung ja hier den Assassin, die Assassinen-Purpurklinge als Talisman an und das habe ich da oben jetzt auch als Buff. Aber ich habe da auch so ein rotes Quadrat mit dem Pfeil nach unten jetzt bekommen. Und das bekomme ich, wenn ich von ihr den Segen erhalte. Der Segen ist hier im Inventar, den kann ich benutzen. Verbraucht FP, erhöht kurz das Gleichgewicht. Dies ist die Gunst einer Gefährtin auf dem Sterbebett. Der Schutz eines verborgenen Tempels in Gestalt eines Schlafgemachs. Sehen wir da auch bei dem Icon ganz schön. Das sind so diese Vorhänge, sieht ein bisschen aus wie ein Himmelbett. In der Mitte könnte ein Fenster sein. Verbraucht FP, um vorübergehend das Gleichgewicht zu erhöhen. Diese Gunst lässt euch eure körperlichen Leiden vergessen. Allein Frieden erwartet uns nach dem Tod, denn er befreit uns von allen Empfindungen. Kann ich also einfach benutzen und ja, das Gleichgewicht, also wie viel Gleichgewichtsschaden die Gegner an mir verursachen müssen, bevor ich schwanke und in einen kritischen Trefferzustand gerate. Boys in anderen Spielen. Was einem nur sehr indirekt verraten wird, ist, solange ich das Ding habe, habe ich weniger Lebenskraft. Ich habe 619 Lebenspunkte und wenn ich das jetzt benutze. Habe ich plötzlich immer noch 619 Lebenspunkte. Ups. Ich glaube, der muss erst vorbeigehen. Ja, man sieht oben ja die Buffs, die ich habe. So, jetzt ist er vorbei. Und jetzt habe ich plötzlich 652 Lebenspunkte wieder. Das ist ein bisschen gemein, dass einem das halt nicht verraten wird. Solange man das Ding im Inventar hat, verliert man, hat man einfach weniger Leben. Sie sagt das ja am Anfang, dass sie Lebenskraft tauscht gegen diesen Segen. Aber ja, man weiß nicht, was das heißen soll. Ich kann mir den aber jetzt jederzeit wiederholen. Und der ist eigentlich ganz nett, wenn man den benutzt, wenn man einen Tankcharakter spielt, dann kann man damit wirklich sehr gut sein Gleichgewicht mal eine Weile erhöhen. Ich würde mich aber nicht drauf verlassen, den zu benutzen. Aber am Anfang, wenn man noch keine so fette Rüstung hat, das ist natürlich echt praktisch. Blöd ist halt, man muss jedes Mal hierher kommen und sich einen neuen holen. Ich würde jetzt bei Bosskampf versuchen, nicht jedes Mal, wenn ich gestorben bin, hierher kommen, mich von der halten lassen. Dauert ja immer ein bisschen. Naja. Was natürlich super wichtig ist, was ich jetzt auch gar nicht drüber hinwegwischen will, ist. Vier Gefährtin auf dem Sterbebett wurde auch anfänglich extra erwähnt im Intro. Und hier sieht man sie in einem Raum. Hier sieht man ihre Haare offen. Es sieht auch so ein bisschen aus, als hätte sie nichts an hier unter der Bettdecke. Und sie liegt neben einer Leiche von wahrscheinlich einem König, hat eine Krone auf und alles. Und es ist hier offensichtlich irgendeine Art von Gruft. Hier liegen überall so Knochen und Schädel und sonst was rum. Was es damit auf sich hat, dass sie die Gefährtin auf dem Sterbebett ist, wahrscheinlich so eine Art wie Sterbehilfe, dass die Leute in ihren letzten Momenten jemanden an der Seite hat, der ihnen halt Nähe und Liebe zeigt und so weiter, wird natürlich dann auch mehr thematisiert werden. Als insgesamte Info, jeder einzelne von diesen Befleckten, die man hier sieht, hat quasi sowas wie sein eigenes Ende, sein eigenes Questline, sein eigenes. Das ist das Ziel, was wir am Ende machen sollten. Und es gibt tatsächlich noch zwei weitere Enden, außer denen, die zu diesen Leuten hier gehören. Ist ein bisschen schwammig. Reden wir drüber, wenn wir beim Ende angekommen sind. Vorher brauchen wir das natürlich nicht zu machen. So. Hier haben wir so einen Kerzenständer, der auch aussieht wie ein Baum. Ist ja auch spannend. Ist auch ein Symbol, was man sich im Kopf behalten soll, aber wird auch erst ganz später irgendwann für uns wichtig. So, jetzt gehen wir mal die Treppe hier runter. So, hier ist ein Lager. Lecker, da hängen Hühner oder sowas an der Decke. Oder Hasen. Ich guck's mir mal genauer an, wie die macht. Irgendwelches Fleisch. Könnten auch Hinterleibe von Kühen sein, wer weiß. So, hier ist eine große Tür, die nicht aufgeht. Offenbar sind irgendwelche Fässer und sonst was, Töpfe. Versteckt ist hier eine Nische, wo nichts dahinter ist.
Einfach der Lagerraum eben. Und da hinten. Oh, hier ist auch ein schöner Baumteppich. Ist eine Nebelwand, wo ich nur durchkomme, wenn ich hier einen von diesen Steinschwertschlüsseln benutze. Will ich jetzt aber eigentlich nicht machen. Wir haben nicht viele davon. Ich meine, ich kann natürlich ein paar kaufen. Es gibt Peile, die verkaufen. Mache ich bestimmt auch mal. Jetzt gerade noch nicht. Das lohnt sich hier nicht direkt, das aufzumachen. Dahinter ist nur ein Item zu holen. Das ist eine Armbrust, die wir halt einfach nicht brauchen. Das ist halt eher später mal für Lore interessant. Gucken wir mal lieber auf der anderen Seite. Wir müssen ja hier jetzt auch nicht zu viel Zeit verbrauchen. Wir sind schon eine halbe Stunde hier. So, hier ist ein Balkon. Auch nochmal diese Bilder von vermeintlich Marika, dem Erdenbaum, diesem alten Mann mit Bart und ah, wer auch immer das ist. Auch jemand Adeliges wahrscheinlich. Und hier kann man runter in diese Halle springen. Das schauen wir im 360 Runden. Ja, passt. So, schöne große Halle. Statuen. Hier darf man sogar kämpfen. Hier kann man seine Waffen und so mal ausprobieren. Will man natürlich auch öfter mal. Und hier ist direkt eine Invasion durch den rasenden Alberich. Und so Magier-Dude mit einer Sense in der Hand. Na, oh, dann. Das ist eine Geste geschenkt. Schauen wir doch mal. Jo. Und er macht sofort extrem viel Blut und Frost, zaubert irgendwelche Dornen auf dem Boden. Mit dem ist nicht zu spaßen, wie man sieht. Ja. Den könnte man natürlich jetzt besiegen. Ich lasse es mal. Das ist es gerade echt nicht wert. Das machen wir ein andermal. So, und jetzt gehen wir mal. Jetzt liegen natürlich meine paar Runen da unten, aber es waren ja nur so 360, das ist ja echt nichts wert. Ich gehe mal den anderen Weg noch lang. So. Ich habe doch so eine Laterne. Perfekt. So, Bücherregale en masse. Noch mehr Bücherregale. Hier ist ein Typ. Super edgy. Totenschädelmaske, eine wie ein verrottetes Skelett aussehende Rüstung. Und eine Waffe, die aussieht wie der Arm von einem Skelett. Und er steht hier extrem nachdenklich und cool. Wenn ich mit ihm rede, bekomme ich nur die Was wollt ihr Geste, bei der man sich so hinstellt. Wow. Und das war's. Mehr macht er nicht. Keine Ahnung, was mit ihm ist. So, hier sind nur noch mehr Bücher, haufenweise davon. In dem Seitenraum, es sieht aus, als würde er hier quasi Wache stehen vor diesem Seitenraum. Hier sind die allermeisten Bücher der Welt. Und hier steht jetzt der Gideon Ofnir. Ja, auch nicht so, ich zu sagen, der liest jetzt nur irgendwas. Jetzt verstehen wir auch, was er für eine komische Körperhaltung hat. Der hat nicht die gesundeste Haltung, nicht die ergonomischste Art zu arbeiten. Aber er scheint hier zu studieren. Er heißt ja Sir Gideon Ofnir, der Allwissende. Und wahrscheinlich kommt der Name nicht von ungefähr. Scheint sich sehr zu interessieren für diverse Dinge. So, und jetzt hier der letzte Raum. Mit der Zeit gehen hier tatsächlich auch noch weitere Türen auf. Diese hier zum Beispiel wird nochmal aufgehen oder ja, noch einfach weitere Räume. Kann man sich halt mit der Zeit erspielen. Hier ist ein relativ leerer, uninteressanter Raum, aber hier sitzen zwei Damen. Das sind leider nicht die sogenannten Zweifinger. Die haben so einen Stab. Also einmal, oh, jetzt geht das Licht aus. Einmal sehen sie aus wie so extrem alte Frauen. Und die haben einen Stab, der jetzt halb durchsichtig ist, aus Gründen, die ich nicht verstehe. An dem Glocken hängen runde. Und wenn ich mit denen rede, kriege ich nur, das sind die Zwillingsjungfernhüllen. Ich kann hier was kaufen oder eine Klangperle anbieten. Klangperle haben wir letztes Mal vom Klangperlenjäger bekommen. Das ist quasi einfach der Händler hier. Wenn ich hier Sachen kaufen will. Haufenweise Kram. Ich kann mir einmal Runenbögen kaufen. Weißer und blauer Losungsring. Das sind Multiplayer-Sachen. Passiert uns nicht. Dann haben wir hier, wir können einen Speicherstein kaufen, also einen weiteren Slot für Zauber. Oder Steinschwertschlüssel. 4000 Runen. Was haben wir noch? Waffen.
einen Dolch, ganz normalen. Trotz bescheidener Reichweite und ebenso bescheidenem Schaden ist die Waffe leicht genug für schnelle Stöße und verursacht grauenhafte kritische Treffer. Ein Langschwert, ein Rapier, der ist neu. Ein Stoßschwert mit spitzer und schlanker Klinge. Die Waffe ermöglicht hervorragende Stoßangriffe und kann auch beim Abwehren mit einem Schild eingesetzt werden. Dieses relativ kleine Schwert ist perfekt für schnelle Stöße in schneller Folge, aber ohne scharfe Schneide sind Hiebe praktisch wirkungslos. Interessant am Rapier ist, der hat eine kritische Wertung von 130. Jede normale Waffe hat 100. Manchmal so, Dolche haben gerne auch mal mehr, der hier hat jetzt auch 130. Manchmal haben Waffen 110 oder so, aber 130 ist schon viel. Das heißt quasi 130% des normalen Schadens wird irgendwie bei Crit-Treffer gemacht. Das sind oft die kleinen Waffen. Große Waffen machen an und für sich einfach schon sehr viel Schaden. Wie genau kritischer Trefferschaden sich berechnet, ist immer so, mal sehen. Aber es lohnt sich natürlich für alle, die ein bisschen auf Parieren oder Backstabben gehen. Ein Krummsäbel, ein einseitig geschliffenes Krummschwert. Die scharfe Klinge ist perfekt für Schnittangriffe. Bleibt gegen die dicken Rüstungen und schuppigen Häute aber wirkungslos. Es ist kleiner als die meisten Krummschwerter und daher ideal für schnelle Schnitte. Ich glaube, es ist die Startwaffe vom Krieger. Genauso wie das Langschwert die Startwaffe vom Vagabund ist und der Dolch die Startwaffe vom Dieb. Mit dem Rapier fängt aber, glaube ich, keiner an. So, die Streitaxt, das ist unsere. Unsere Startwaffe. Der Streitkolben, eine Eisenkeule mit scharfen Zacken. Schlagangriffe sind mächtig und sehr effektiv, um eine Abwehr oder Haltung zu durchbrechen. Am besten setzt ihr diese Waffe im Nahkampf ein, wenn es hart auf hart kommt. Und ein Kurzspeer, den haben wir auch schon mal gelesen, glaube ich. Und ein Langbogen hat der Samurai am Anfang dabei. Langbogen für Schüsse auf große Distanz, schießt weiter als ein Kurzbogen und verursacht auch mehr Schaden. Und dann ein Fingersiegel. Siegel sind quasi Dinger, die man braucht, um Anrufungen zu benutzen. Ein heiliges, von der Fingerjungfer verliehenes Siegel, das als Katalysator für heilige Anrufungen dient. Anrufungen müssen an einem Ort der Gnade gelernt werden und erfordern ein ausgerüstetes heiliges Siegel. Das ist quasi wie Zauberstäbe, nur für Anrufungen. Und es sieht auch aus wie, naja, wie so ein Peace-Zeichen, oder? Also wie so zwei Finger. Sogar die Enden sehen ein bisschen aus, als wären da Fingernägel angebracht. Und dann haben wir den Dreiecksschild, mittelgroßer Standard-Metallschild. Ja, nichts Interessantes dabei. So, noch irgendwas. Oh ja, Ritterrüstung wird hier verkauft. Eine ganz normale Ritterrüstung. Der Eisenhelm eines unbekannten Ritters wurde aus dünnen Eisenplatten gefertigt. Solche Metallrüstungen sind schwer, bieten aber eine hohe Schadensresistenz. Dasselbe haben wir halt auch so noch als Rüstung. Das sieht insgesamt ein bisschen aus wie die Standardrüstung aus Dark Souls-Spielen oder Demon's Souls und so. Und dann haben wir hier zwei Trickspiegel: des Krummfingers und des Wirts. Ein Spiegeltalisman, an dem eine goldene Figur reflektiert ist, lässt den Träger die Gestalt eines Wirts der Finger annehmen. Eines der rituellen Werkzeuge, die von den Befleckten geschaffen wurden, um Eindringlinge zu täuschen. Und dasselbe auch nochmal andersrum. Das ist natürlich, wenn ich im Koop bin, können ich und der andere Spieler das jeweils benutzen, damit Invasoren nicht wissen, wer von uns eigentlich der originale Host ist und wer der Koop-Partner ist. Und dann greift er hoffentlich den Falschen an. Naja, das ist alles, was sie verkauft, aber ich kann ihr ja eine Klangperle anbieten. Ich habe die Klangperle des Knochenhändlers ja von dem Knochen vom Klangperlenjäger bekommen. So. Und wenn ich jetzt in Kaufen gehe, ist hier ein bisschen mehr zur Auswahl. Jetzt habe ich nämlich hier dünne und schwere Bestienknochen auch zum Kaufen. Das ist natürlich praktisch. Die brauche ich ja zum Herstellen von Pfeilen und so. So. Und die ist halt immer der Händler für alles, was ich so an Klangperlen finde. Deswegen ist auch interessant, dass sie diese Klangperlen da oben an ihrem Stab hängen hat. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, was eine Klangperle ist. Ich glaube, es könnten Augen direkt auch sein. Das sah mir sehr wie eines aus, als wir das letzte Mal eine gefunden haben. Aber gut. Das ist jetzt tatsächlich erstmal hier die gesamte Tafelrundfeste. Also wir haben hier eben unseren Ort der Gnade auch. Was mir einfällt, ist natürlich, ich habe zwischendrin mal wieder ein paar Items gefarmt, die wir vorher noch nie gesehen hatten. Und da will ich natürlich die Beschreibung auch lesen. Was wir zum Beispiel haben, muss ich mal kurz schauen. Waffen hatten wir vor allen Dingen. Genau. Ah, witzig. Dolch, den haben wir jetzt eh bei der Händlerin gefunden. Das Bastardschwert, das hatte ich schon mal gelesen beim Händler, aber jetzt halt auch gekauft. Dasselbe für den Zweihänder. Die Reitergeißel, das ist das Schwert, was die Kaidan-Söldner immer benutzen. Ein Großkrummschwert der starken Söldner aus Kaidan. Kombiniert die scharfe Klinge eines Krummsäbels mit der Wucht eines Beils. Diese Waffe ist schwer zu führen und verlangt eine Menge Kraft und Geschick von ihrem Träger. Ist mit Übung und Gewandtheit aber ausgesprochen vielseitig. Sogar beim Einsatz hoch zu Ross. Sind wir nicht geschickt genug? Aber ja, ziemlich cooles Krummschwert.
So, und dann haben wir hier den Wächter Schwertspeer, der ist von diesen Wächtern, die beim niederen Erdenbaum rumgerannt sind, diesen Typen, wo sie, der Baum aus dem Rücken gewachsen ist. Ein langer Schaft mit breiter Klinge aus geschärftem Hartholz alter Bäume. Diese Waffe stammt von den Wächtern niederer Erdenbäume, die als wahre Meister der Kampfkünste berühmt sind. Je geschickter ihr Träger ist, desto mehr Schaden verursacht die Waffe. Damit ist natürlich gemeint, ja, dass die mit Geschick skaliert. So, ich habe eine Armbrust gekauft, ist auch ein alter Hut. Rotdorn-Rundschild, ein kleiner hölzerner Rundschild, leicht und einfach zu handhaben, schützt aber nicht so gut wie Metallschilde. Sein Dornenemblem gibt es schon seit der Antike. Der Schild macht nicht viel her, verstärkt aber eure Resistenz gegen Feuerschaden. Und ein hölzerner Rundschild ist auch egal. Ich habe es vor allen Dingen alles gekauft, damit wir immer den ganzen Kram auch im Inventar haben, dass, falls man mal irgendwas nachgucken will, haben wir es direkt verfügbar. Was ein bisschen cooler ist, ist hier die alte Aristokratenhaube. Das ist von diesen ganzen komischen Zombies, die immer auf die Straßen rumlaufen. Weil man diese Items teilweise relativ lang farmen muss, habe ich das hier mit zwischen den Streams gemacht, weil niemand will sehen, wie ich 7, 8 Mal riesige Mengen an Zombies töte. Eine weiche Stoffhaube, die Reisekleidung eines Adligen aus der Hauptstadt, bei älteren Leuten beliebt. Diese untoten Wanderer verließen ihre Heimat nach der Zertrümmerung. Sie sind das mitleiderregende Resultat des endlosen Lebens. Und den Eisenhelm, den habe ich nämlich auch schon mal gelesen, den gab es beim Händler auf der Halbinsel der Tränen. So, hier ist auch noch die Aristokratenkleidung. Kleidung aus erlesenem Stoff mit feiner Goldstickerei, die Reisekleidung eines Adligen aus der Hauptstadt, furchtbar ausgebleicht und zerrissen. Selber Text, die untoten Wanderer verließen ihre Heimat nach der Zertrümmerung. Sie sind das mitleiderregende Resultat des endlosen Lebens. Und das haben wir hier in verschiedenen Formen, verschieden aussehende Mäntel quasi für die. Dann von den Wächtern das Gewand, goldenes Gewand mit Gravur, stammt von den Wächtern niedere Erdenbäume. Nach einem alten Pakt mit dem Erdenbaum war der Tod für sie angeblich nicht das Ende, sondern der Anfang eines ewigen Lebens als Wächter. Kaltschuppenrüstung, Wächterarmschutz und so weiter. Ah, Moment. Geidenstulp haben wir aber auch schon mal gelesen, weil wir ja den Helm auch tragen. Also insofern. Und das Purpur. Bernsteinmedaillon, das habe ich vor allen Dingen gekauft, weil in dieser Beschreibung stand dieser Satz: Das versteinerte Harz des Erdenbaums wird zu Bernstein, dem meistgeschätzten Edelstein des Zeitalters von Godfrey, dem ersten Eldenfürsten. Das ist super interessant, weil da habe ich mich mehrmals erinnert, das haben wir doch irgendwo gelesen und ich wusste nicht mehr wo, weil es beim Händler war und ich habe das Ding dann nicht gekauft, weil wollte halt sparen. Deswegen habe ich den ganzen Kram jetzt einfach mal von Händlern eingekauft, die so in der Welt rum sind, damit wir es immer bei uns haben, falls wir es mal brauchen. Und jetzt endlich, endlich gehen wir mal was machen. Ich habe letztes Mal gesagt, hey, wir gehen heute nach Sturmschleier, aber ich habe mir vorgenommen, die letzten Reste von Limgrave noch abzuarbeiten, die wir noch nicht erledigt haben. Es gibt hier noch eine Gruft oder eher einen Dungeon, ein Heldengrab nennt sich das. Beim Friedhof der Gestrandeten am Anfang, da braucht man diese Steinschwertschlüssel. Das würde ich für später aufheben, einfach weil das kann man irgendwann mal machen. Aber es gibt so ein paar kleine Sachen, die wir uns noch angucken wollen. Nicht so viele Stationen, vielleicht schaffen wir es heute wirklich noch nach Sturmschleier. Aber schauen wir mal. Je nachdem, wie viel ich anfange zu reden, wenn wir in irgendeiner Station sind. So, wir sehen wir ganz am Anfang in Limgrave. Und das Erste, was ich machen will, ist, wir haben ja in der Hütte des Künstlers haben wir hier dieses Bild gefunden. Heimkehrerinstinkt. So, und das muss man quasi finden, um da was, eine Belohnung zu kriegen. Es heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterbende in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Und diesen Ort zu finden, ich meine, wir sehen den kleinen Erdenbaum und so. Das hatte ich bei meinem ersten Spielverlauf tatsächlich fast am meisten Spaß, diese Bilderrätsel zu lösen, rauszufinden, wo das ist, wo man das sieht. Meistens erkennt man ja ungefähr, welches Gebiet es ist. So, und das ist hier hinten bei diesen Säulen tatsächlich. Wir sehen da ja einen Erdenbaum. Durch einen von den Bögen von diesen Säulen durch. Und so ein paar Grabsteine. So, suche ich mal zu ignorieren, dass hier haufenweise Fledermäuse sind. Die habe ich gar keine Lust.
Das stimmt. Auf eine Folge mehr oder weniger kommt sie wirklich nicht an. Und hier sind tatsächlich diese Grabsteine. Das ist ja wohl mehr oder weniger genau die Ansicht. Und hier tatsächlich vor uns erscheint geisterhaft jemand auf dem Stuhl und verschwindet. Und jetzt liegt hier ein Item. Anrufungs-Skarabäus. Das ist ein Helm, den man einfach ein Skarabäus auf dem Kopf hat. Gefällt mir natürlich sehr gut, aber es ist, glaube ich, nichts für uns. Ein goldener Skarabäus, der direkt auf dem Kopf getragen wird. Diese Skarabäen rollen Anrufungen zu Kugeln zusammen. Senkt leicht die FP-Kosten von Anrufungen, erhöht aber den erlittenen Schaden. Wenn sich das Leben des Skarabäus dem Ende zuneigt, verlässt er seinen aufgerollten Schatz, breitet die Flügel aus und tritt den langen Heimflug zu seinem Nest an. Das ist ja schön. Und das Bild hieß Heimkehrerinstinkt. Passt zu dem, was wir über den Skarabäus gerade gelesen haben. Und ich meine, es ist ja hier auch ein Grab, was hier steht. Oh, und wir sehen von hier aus diese Kirche. Und das ist nicht irgendeine Kirche, das ist die Pilgerkirche, wo Marikas Worte klangen, die gesagt haben, kehrt zurück in das Zwischenland. Ui, heißt das auf vielen Ebenen passend. Wow. Na gut. Ja, so viel dazu. Dieser Punkt ist erledigt. Dann haben wir was Witziges hier drüben. Das ist eher so, ich würde es fast ein kleines Easter Egg nennen. Ich glaube, die allermeisten Spieler finden das nicht. Hier gibt es einen, ich würde mal sagen, besonderen Gegner. Ich wechsle mal hier. Auf was? Ausdauer? Ah ja, auf die. So, da drüben mein Kaidan-Guy rum und so. Wir sehen ja diese ganzen Adeligen immer. Und hier oben steht ein einzelner von diesen Adeligen. Und das ist natürlich jetzt auch so, ja, okay, sure. Geht man halt mal hin und macht den kaputt, ne? Und dann plötzlich wird aus ihm einfach ein Bär. Ein verdammter riesiger Bär. Na schön, danke auch. Mist, ist er runtergerannt. Okay. Jetzt macht er da ein bisschen Bäume kaputt. Ich kann nicht ein bisschen Schimmersteinkiesel auf ihn schießen. Nee, doch nicht. Ei, Mann, Junge. Bären sind halt wirklich auch ein Spaß. Ja, das ist auch. Die Bären bleiben auch immer schwer im Spiel. Das ist echt krass, wie stark die dabei sind. Das Schöne ist, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, Schlaf zu verursachen, werden sie plötzlich ganz leicht, weil Bären schlafen sehr gerne. So. Ja, der guckt. Da guckt der blöd, ne? So, und wir kriegen eine Larventräne. Das ist natürlich so. Was ist das denn jetzt, ne? Es sieht aus wie irgendein Organ. Der Kern der metamorphen Kreatur Silberträne. Zugleich Substanz und lebendiger Organismus. Notwendiges Material, um durch das Bernsteinei von Renala wiedergeboren zu werden. Der Königin des Vollmonds. Was auch immer das heißt. Die Wiedergeburt ermöglicht die Neuzuweisung von Attributen, die durch Stufenaufstiege verstärkt werden. Das ist ein Item, das brauche ich, um umzuskillen. Es sieht aus wie ein Organ, aber es hat so diese silberne Oberfläche und es sieht sehr nach Quecksilber oder sowas aus. Es ist von der Kreatur Silberträne, metamorphe Kreatur Silberträne. Das ist eine Kreatur, die sich verwandeln kann. Und es erklärt dann direkt auch so ein bisschen, hä, warum hat sich dieser Typ jetzt einfach in einen Bär verwandelt? Das war eine Silberträne. Das war kein Mensch.
Und hat sich wahrscheinlich aus Panik, in dem Moment, wo ich es getötet habe, gedacht, nee, nee, so geht's nicht, ich lasse mich hier nicht einfach töten. Und hat sich deswegen in einen Bär verwandelt. Es gibt tatsächlich in jedem Gebiet, also ich meine, Limgrave insgesamt ist ja ein Gebiet. Und in jedem größeren Gebiet gibt es eine Silberträne irgendwo versteckt. Und das ist meistens dann irgendein relativ normaler Standardgegner. Und wenn man den tötet, dann kommt eine weiß-silberne Wolke und dann ist da plötzlich irgendwas Großes, Böses vor einem. Es ist jedes Mal verschieden, was es ist. Aber da kriegt man immer eine Silberträne für. Und da man die zum Umskillen braucht, ist das natürlich ganz cool zu wissen, wo man die auch unter anderem herbekommt. Die kriegt man natürlich auch noch mehr. So, was haben wir noch? Genau, ich wollte Festung Hyde nochmal besuchen. Die haben wir ja letztes Mal befreit. Ja, tatsächlich ist auch ein Bezug zur Alchemie. Sehr viel ist ein Bezug zur Alchemie, aber klar, alles, was Quecksilber angeht, ist natürlich immer sofort. Da müssen sofort immer alle Alarmglocken angehen, weil Quecksilber eins der wichtigsten Komponenten in der ganzen Alchemie ist. Ich glaube, Quecksilber, Sulfur und Salz sind so die drei absoluten hauptwichtigsten Dinger. Und Quecksilber steht tatsächlich auch sehr für Weiblichkeit, für den Mond, für Veränderungen. Ich meine, es ist ja auch so, es ist ja ein flüssiges Metall. Ich habe bei Bloodborne schon mehr als genug über Quecksilber geredet. Da wissen wir schon, wie wichtig das generell als ein Thema ist. Wird hier bestimmt noch ein oder anderes Mal auftauchen. Ich meine, Bloodborne hat ja auch komplett dieses Thema Mond, Weiblichkeit, Veränderung, Gift. Ist halt so, ja. Frage ich mich, warum es so ein interessantes Thema ist. Na gut, also Fort Hyde haben wir mal für den netten Herrn Adeligen Kenneth Hyde befreit. Da waren ganz viele Ritter drin. Vor allen Dingen ein Ritter, der Blutfähigkeiten hatte, das ein bisschen gruselig war. Hier wachsen auch ganz viele Blutrosen. Und als ich den getötet habe, seitdem ist hier alles leer gewesen. Und jetzt, wenn ich hier reingehe, sind hier plötzlich Halbmenschen. Ups. Ich habe ja schon mal drüber geredet. Hier liegt ja diese Leiche einer Halbmenschenmutter. Wir haben ja tatsächlich auch schon mal gegen eine gekämpft mittlerweile. Die Königin irgendwas. Gilika, Malika, irgendwie so ein Name hat die. Ich glaube, da war kein Name angezeigt, dass wir gegen sie gekämpft haben. Junge. Und Lord Hyde hatte ja auch gesagt damals, dass er versuchen will, die Beziehung zu den Halbmenschen wieder aufzubauen, weil er ja der Meinung war, dass Halbmenschen durchaus mit sich reden lassen, dass die nicht ganz so primitiv sind, wie wir denken. Und jetzt sind hier plötzlich Halbmenschen in seiner Burg. Hatte ich auch spekuliert, dass diese Königin hier von den Invasoren von Godric getötet wurde. Und hier steht er, Kenneth Hyde. Also, ihn scheinen die Halbmenschen unten nicht gestört zu haben. Ah, ihr schon wieder. Euch ist mittlerweile bestimmt aufgefallen, in welch jämmerlichen Zustand meine Festung ist, ja? Es ist ein schreckliches Schicksal für ein Land, keinen Herrscher zu haben. Wir müssen schnell einen finden. Aber nicht diesen grässlichen Godric. Nein, ein wahrer und standhafter Fürst von gebührender Abstammung soll in Limgrave die Macht übernehmen. Tut mir leid, dass ich euch falsche Hoffnung gemacht habe. Aber es steht mir aktuell nicht zu, euch in den Stand einer Ritterin zu erheben. Oh. Der große Kenneth Hyde entschuldigt sich aufrichtig. Doch nun muss ich spornstreichs meine Suche beginnen. Denn ein wahrer und standhafter Fürst von gebührender Abstammung soll in Limgrave die Macht übernehmen. Okay. Ja, Neues sagt er nicht. Das ist natürlich auch cool. Der hat einem ja versprochen, dass er einen zum Ritter ernennt, wenn man seine Feste befreit. Und jetzt sieht er, wie seine Festung, was hier los ist. Ich meine, hier ist ja nichts mehr. Ist ja komplett im Eimer. Ja, das muss halt jetzt warten. Aber ich finde es sehr nett, dass er sich sogar entschuldigt dafür und so. Ich habe das Gefühl, am Anfang denkt man, was ist das für einer? Irgend so ein Schnösel. Aber der ist tatsächlich sehr integer und eigentlich ganz nett. Der schadet einem nie. So. Nächste Station erledigt. Cool, ne? Wie schnell ich das hier alles abarbeite. So, hier oben gab es was Lustiges zu sehen. Jetzt, wo wir bei der Feste waren, ich habe letztes Mal darauf verzichtet, das Portal zu benutzen, weil ich dachte, ah, wenn ich das benutze, dann werden wir zur Tafelrundfeste teleportiert, weil wir dann eine Gnade benutzen müssen, die außerhalb von Limgrave ist. Und dann ist das sowieso passiert. Deswegen kann ich das Portal jetzt auch mal benutzen. Ist auch mega cool, was man da sieht.
Man muss das Portal auch nicht von die gezeigt bekommen, man kann es auch selber einfach finden. Es ist jetzt auch nicht so gut versteckt. Hier ist ja dieser Fluss direkt. Da am Ende des Flusses war so ein großer Bär, der gegen ganz viele Wölfe gekämpft hat. Und hier, falls man jemals in dieses Gestrüpp gehen sollte, ist es hier einfach zwischen den Gräsern. So, an einen anderen Ort reisen. Ich glaube, wir haben noch nie so ein Portal benutzt. Okay, ja, ist halt so ein magisches Portal, ne? Und die zeigen, glaube ich, auch immer ungefähr in die Richtung, in die man teleportiert wird. Nicht genau zwingend, aber so ein bisschen. So, reisen wir mal. Charakter fasst es an und Ladebildschirm. Spektakulär. So, Portale sind tatsächlich ein häufiges Ding in dem Spiel. Greyhawls Drachenhügel. Stehen vor einem riesigen Tempel. Hinter uns steht irgendein riesiges Monstrum mit einer Hellebarde und Flügeln. Ups. Da lege ich mich jetzt mal nicht mit an. Ganz vorsichtig. Ich guck mal, ob man hier die Tür aufmachen kann. Auch verziert mit Pflanzen, wie immer. Noch Zweige drauf und sowas. Drachenhügel ist natürlich auch so eine Ansage. Refugium der Bestien. Und siehe da. Das Gefühl, ich bin wieder in Bloodborne. Naja, es sieht ein bisschen. Bisschen östlicher aus. Hier sind Statuen an der Wand von irgendwelchen Wolfsmenschen. Ja, die Köpfe kann man nicht wirklich sehen. Die haben den Kopf so nach oben gereckt und heulen gerade. Haben irgendwelche Stoff aber auch an und Fell an sich. Vielleicht sind das keine Statuen, vielleicht sind das versteinerte Wesen oder mumifizierte Wesen. Sind aber auch schon sehr skelettiert, also der Rippenbogen schaut komplett durch und so. Irgendwelche schönen edlen Stoffe hängen an der Decke. Da hinten ist ein riesiges Monstrum und kauert. Und hier sind so Löwen und sowas als Verzierung auch dran. Oh, die Fackelhalterungen. Muss ich auch mal kurz anschauen. Das sind Drachen. Ich meine, die Gegend hier heißt ja Greyhawls Drachenhügel. So, ich benutze erstmal die Gnade hier. Gnade ist zum Glück ein guter Hinweis darauf, dass dieses Vieh da hinten uns nicht einfach attackiert, sonst wäre es nicht direkt neben der Gnade. Und ja, wenn ich auf die Karte gucke, ein Stück weiter weg als vorher. So, irgendein riesiges Monstrum mit verbundenen Ranken statt Händen schon fast. Also wirklich sehr Bloodborne-artig. So verknotete Seile überall dran, Stoff drüber geworfen, wahrscheinlich um zu verbergen, was darunter liegt. Eher wie so eine, wie so eine Kutte von einem Mönch oder sowas. Und ja, man kann sein Gesicht nicht sehen. Es ist verborgen tatsächlich. Aber er hat irgendwie so einen weißen Bart oder sowas. Reden wir mal. Ah, ich kann einfach, ja, reden. Er sagt, und das war's. So, ich kann ihm aber Todeswurzeln geben. Ich habe ja sogar zwei schon. Ich gebe ihm erstmal eine. Ich kann ihn riechen. Den Tod. Gebt mir mehr. Befleckte. Bring mir noch mehr Tod. Ich gewähre euch Auge und Klauen. Bring mir more. Mehr. So, kriegen zwei Sachen. Klauenzeichen-Siegel und Bestienauge, hat ja auch gesagt, ich gebe euch Auge und Klaue. Und er hat diese Todeswurzel jetzt einfach gefressen. Das steht ja auch in der Beschreibung der Todeswurzeln drin und das hat er die ja auch gesagt. Ich habe zum Glück noch eine zweite. Mal kurz schauen, wo habe ich die? Hier. Der Bestienkleriker am Refugium der Besten weit im Osten sammelt und verschlingt diese Wurzel. Diese Wurzel ist ja quasi so eine, so ein Nebeneffekt von dieser Nacht der schwarzen Messer, wo Godwin der Goldene getötet wurde von den Assassinen. Und das wächst jetzt teilweise überall. So, was er uns gegeben hat, ist einmal ein Siegel.
also für Anrufung, das Clown-Zeichen-Siegel. Das sieht aus wie so eine kleine runde Scheibe mit so einer Clown-Spur drauf und da sind tatsächlich auch ein paar Haare oder sowas dran. Ein seltenes und heiliges Siegel von Gurank, dem Bestienkleriker. Das ist der, mit dem wir gerade hier geredet haben. Je stärker ihr seid, desto mehr Macht verleiht es euren Anrufungen. Die Krallenspur steht für Gurangs Zorn. Verstärkt die von Gurang erlernten bestialischen Anrufungen. Es skaliert tatsächlich auch mit Stärke, nicht nur mit Glauben. Cool. Und ja, bestialische Anrufungen gibt es also auch. Und was wir bekommen haben, ist ein Auge. Nämlich hier dieses Bestienauge. Wie immer Augen. Typisch. Sieht ein bisschen versteinert aus oder so. Sieht gar nicht aus wie ein richtiges, echtes Auge. Ah, ein Steinauge mit Krallenspur. Erhalten vom Bestienkleriker Gurak. Es soll in der Nähe von Todeswurzeln zittern. Die trübviolette Iris macht den Eindruck, als wäre sie lebendig. Mein Hunger ist nicht gestillt. Bringt mir mehr. Tod. Offensichtlich ein Zitat von Gurank selber. Das ist quasi dafür, dass jedes Mal, wenn man einen Dungeon betrifft oder in der Nähe von irgendeinem Boss ist, der eine Todeswurzel droppt oder wenn man irgendwo eine finden kann, dann kriegt man eine Nachricht, dass das Bestienauge zittert. Das heißt, wenn man wirklich diese Todeswurzeln sammeln will, weil man kriegt Belohnungen von Gurank dafür, dann lohnt es sich natürlich, das dabei zu haben. Ich kann ihm direkt noch die zweite geben. Er grunzt und schmatzt. Mehr, mein Hunger ist noch nicht gestillt. Bringt mir mehr Tod. Das stand ja auch gerade bei dem Auge dabei. Und wir kriegen bestialische Schlinge. Das ist eine Anrufung. So, mal schauen. Bestialische Schlinge, eine vom Bestienkleriker Gurank gelehrte Anrufung. Schleudert schnell viele scharfe Steinsplitter. Diese Anrufung kann nach einer anderen Aktion ohne Verzögerung bemerkt werden. Angeblich waren lange vor dem Erdenbaum Steine die erste Waffe intelligenter Bestien. Das ist wie im echten Leben. Steine waren die ersten Waffen, die zum Beispiel Affen auch benutzt haben. So, und das ist erstmal alles, was wir hier machen können. Ich kann mich jetzt hier mit diesem lustigen Flügelkerl anlegen. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Aber sure, why not? Schauen wir doch mal, wer das ist. Oh, jemand, den ich nicht treffe. Verehrter der schwarzen Klinge. Das ist irgend so ein riesiger Gargoyle oder sowas. Das ist ein bisschen stark für uns. Ist groß, ein bisschen schnell. Hat ein bisschen zu fett Zauber. Verehrter der schwarzen Klinge ist natürlich als Name interessant. Ich weiß nicht. Die Nacht der schwarzen Messer war, wo Godwin der Goldene getötet wurde. Seitdem kommen die Todeswurzeln auf. Kann ich meine Runen noch holen? Ja. Scheint also Zusammenhang zu geben. Er hatte ja auch gerade dieses komische rote Leuchten an seiner Waffe gehabt, als ich schon längst tot war. Naja. So, genug dazu. Das wird uns natürlich auch ein ganz andermal beschäftigen, wie man auf der Karte sieht. Das ist für uns überhaupt noch kein Thema. Ich werde jetzt hier nicht anfangen, gegen ihn zu kämpfen. Hier ist aber noch eine kleine andere Sache, die ich erforschen muss. Wirklich eine extreme Kleinigkeit gefühlt. Ach, das ist so ein Troll. Hier kann man ja auch. Letztes Mal bin ich ja hier oben diesen Weg lang gegangen und habe hier gegen den Tibia Marina gekämpft, dann den Weg hier hoch und habe da in der schwelenden Kirche gegen Anastasia gekämpft. Und jetzt nehme ich mal diesen Weg nach oben. Hier gibt es nämlich auch ein bisschen was zu sehen. Haufenweise Viecher natürlich, wie immer. Hier kann man auch einfach mit diesen Geisterquellen einfach hochspringen direkt. Hier sind überall Wölfe, die interessieren mich natürlich auch nicht so hundertprozentig. Ah, da vorne liegt irgendwas. Die haben hier irgendeinen Wagen geplündert. Ah, neutralisierende Boli, also Entgiftung. Ist ja gut. Da sieht man schon die Straße hoch. Wartet auf einen Troll. Rechts davon sieht man auch diese Kirche, wo Anastasia war. Der wartet da einfach nur, der macht da gar nichts. Aber ich gehe erstmal hier links lang. So, hier geht es nämlich auch lang. Kann man natürlich auch über die Geisterquellen hochgesprungen sein. Wäre natürlich kürzer gewesen. Ja. Und hier ist ein kleiner Höhleneingang. Oder eher ein Mineneingang. Er ist ja offensichtlich mit so Holzbalken befestigt.
Gale-Tunnel. Gale ist nicht zu verwechseln mit Gaul. Gaul oder spricht mit der Jail und steht für Gefängnis. Gale wiederum ist ein altes Wort für Sklave. Ich weiß nicht, warum da jetzt keine Übersetzung ist. Jail wurde im Deutschen übersetzt mit Siegelgefängnis, aber Gale ist Sklave, Sklaventunnel. Und hier steht Alexander. Und hier ist eine Tür, die nicht von dieser Seite aufgeht. Deswegen habe ich auch gesagt, so hier ist nicht viel zu machen heute. Das ist ein Höhleneingang. Und hier sehen wir den Eingang Gale-Tunnel, den offiziellen Vordereingang. Hier sind wir hinten reingekommen. Hier sind wir nicht reingekommen. Das ist hier schon in diesem anderen, roten Gebiet. Heißt, durch den Vordereingang würde ich natürlich dann irgendwann diese Tür hier aufmachen. So, hey, da liegt was. Schmiedestein 4. Wir haben gerade mal Schmiedesteine 2 benutzt für unsere Waffe. Das ist noch ein bisschen weit über uns hier. Aber wir fragen mal, was der hier eigentlich macht. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen. Seid ihr auch auf dem Weg zum Fest der Kämpfer? Oh, jetzt seid nicht so schüchtern. Nach dem mächtigen Klaps auf meinen Hintern würde ich sagen, Kriegskunst ist nichts Neues für euch. Allein bei dem Gedanken an ein solches Fest beginnt mein Herz zu rasen. Und eures? Also, wenn meine Berechnungen stimmen, sollte uns diese Straße direkt zur Wildnis von Caelid führen. Aber wie man es auch dreht und wendet, wir stecken wohl in einer Sackgasse. Es tut mir leid, dass ich euch falsche Hoffnung gemacht habe. Ich wurde als Gefäß für Krieger erschaffen. Viele große Krieger schlummern innerhalb von mir und träumen von Ruhm und Ehre eines echten Helden. Es ist mein Schicksal und der Grund, dass ich mich dieser Aufgabe widme. Man könnte sagen, es ist meine Bürde. Ich muss mich stets auf die Probe stellen, stärker werden, mächtigere Gegner besiegen. Und eines Tages sind wir dann ein einziger großer Held, der größte aller Helden. Was meint ihr? Wie schätzt ihr meine Chancen ein? Ah. Keine Ahnung, ich habe dich nicht kämpfen sehen. Ja, okay, er sagt das gleiche nochmal. So. Die wichtigste Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, wie ist er überhaupt hier reingekommen? Also wenn ich mir die Tür hier anschaue, der passt da nicht durch den dicke Topf. Meine Theorie ist, dass diese Mine um ihn herum gebaut wurde. Nee, keine Ahnung. Eine breitere Tür hätte nicht geschadet hier. Dann wäre das nicht so eine komische Frage, wie das, was es damit auf sich hat. Ist natürlich auch ein Grund, warum die Leute sagen, der ist quasi der Onion Bro von diesem Spiel. Er sitzt vor einer verschlossenen Tür. Ah, er steckt dauernd irgendwo in der Klemme und man muss ihm helfen. Und am Ende lohnt sich's. Und am Ende darf man ein paar Tränen vergießen, wie immer. So. So. Wo wollen wir noch hin? Genau, ich habe hier den Dungeon und den. Ja, jetzt können wir eigentlich zur Hütte am Sturmhügel. Jetzt müssen wir hier nur noch einmal nach Norden durch und dann können wir uns tatsächlich in das Schloss Sturmhügel aufmachen. Das Schloss Sturmschleier. Naja. So, hier sind hauptsächlich irgendwelche Soldaten. Interessieren uns mal nicht weiter. Und da sieht man schon, hier ist der Weg nach oben. Ist natürlich ein bisschen verstärkt alles. Oh. So, die nehmen wir mal kurz mit. Wilde Schläge. Das ist die Kriegsasche, die ich eh schon auf meiner Axt drauf habe. Ich habe da jetzt die Gravitation mal durch wilde Schläge ersetzt. Das ist eine ganz witzige Kriegsasche, wo der Charakter einfach wild die Waffe vor sich schwingt. Hat extrem viel Stabilität. Naja. Oh, da liegt was. Und da hängen Fledermäuse. Ja. Aber die sterben ganz schnell. Das braucht er dann nicht weiter zu kümmern. Ein Klumpen Fleisch, na super. Hier sieht man auch schon, hier ist dieses riesige Schloss. Kommt man von hier aus leider nicht rein. Und hier ist eine Straße, die wahrscheinlich mal eine offizielle Verbindungsstraße irgendwo hinten war. Wir sehen hier ja auch, es ist eine Brücke. Man sieht auf der Karte aber schon, dass sie kaputt ist. Hier vorne ist die riesige Brücke.
Und hier sieht man im Nebel ganz, ganz sacht, wie sich das Schloss absetzt. Wow. Und hier ist auch eine von diesen Damen mit diesen Glocken, wie die Händler, wie die Zwillings, Fingermaid oder nee, wie ist die? Egal. Ja, bitte. Ich kann sie lesen. Eure Finger, bitte. Eure Finger. Okay, bevor ich da jetzt einfach sage, ich kann die Hände jetzt zeigen, ich kann weglaufen, wenn ich will. Man beachte ihre Haltung. Das hier ist ihr Bein, oder? Ihre beiden Hände halten diesen Stab. Nein, tun sie nicht. Doch, also beide Hände halten den Stab, aber das hier ist ihr einer Fuß und er hält auch den Stab. Und es ist ihr anderer Fuß. Sie sitzt da wie so ein komischer Vogel. Extrem seltsam. Sie hat keine Augen. Also, sie hat Augenhöhlen, aber da ist nichts drin. Einfach leer. Aber sie hat sowas wie eine Art. Ja, so. Sieht priesterlich aus, was sie auf ihrem Kopf hat. Sie hat eine Kette um mit irgendwelchen Siegeln. Aber es ist ein Metallreif, es ist keine Kette. Sieht auch aus wie so ein Gefangenending. Also, es erinnert mich auch ein bisschen an den Prophet, den wir in der Tafelrunde getroffen haben. Und sie sitzt auf so einem ganz schön verzierten Tisch hier. Komische Frau, sieht aus wie ein Frosch ein bisschen. Ich zeig mal meine Hände. Oh, seid gesegnet. Geht zum goldenen Fundament, Befleckte. Durchquert Raya Lucaria am Abend des Schilmersteins. Und vereint die Mondsicheln am großen Aufzug. Oh, die Brücke ist jedoch eingestürzt und kann nicht überquert werden. Doch warum sollte das eine Rolle spielen? Schloss Sturmschleier erhebt sich dennoch stolz. Ja. So, Fundament aus Gold. Die Brücke ist eingestürzt, das Problem. Ich soll zur Raya Lucaria, das haben wir schon mal gehört, das ist diese, das hat mit den Magiern zu tun. Und am großen Lift die zwei Mondsicheln vereinen. Haben wir auch schon mal was drüber gehört. Nämlich hier. Medaillon von Dectus. Die linke Hälfte ist Medaillons Erdenbaummotiv. Trägt man das aus beiden Hälften zusammengefügte Medaillon, kann damit der große Aufzug von Dectus aktiviert werden, der das Altusplateau mit Lyurnia verbindet. Guter Hinweis darauf. Und wenn ich dieser Straße hier folge, müsste ich da hinkommen. Aber wie gesagt, die Brücke ist eingestürzt. Das heißt, mein einziger Weg, sieht man auf der Karte ja auch, ist Schloss Sturmsteuer. Also muss ich dadurch. Da drüben sieht man auch das andere Ende der Brücke ganz sacht. So, was liegt hier? Ah, Handbuch 7 des nomadischen Kriegers. Let's go. So, Baupläne des nomadischen Kriegers. Sie enthalten Wissen, wie man Einöde überlebt. Damit können wir Folgendes herstellen: Weiche Baumwolle, das verringert Fallschaden. Blutstillende Boli, das verringert Blutungsschaden. Und Regenbogensteinpfeile. Man kann nicht Pfeile bauen, wo ein Regenbogenstein vorne dran ist, der dann schön glitzert. Was natürlich, das macht weniger Schaden als ein normaler Pfeil, aber sieht schön aus und man kann es halt nutzen, um, keine Ahnung, im Dunkeln halt ein bisschen den Weg zu erhellen und so. So, und hier kann man tatsächlich an diesen Felsen ein bisschen runterspringen. Mal gucken, was hier so ist. Nämlich ja, ein Skarabäus. Kriegsasche Sturmwald. So. So, das war knapp. Eine neue Kriegsasche ist natürlich immer cool. Ist eine für ein Schild. Sturmwall. Schwingt den Schild, um einen Sturmwall vor euch zu erschaffen, der Pfeile und andere materielle Projektile ablenkt. Lässt sich auch als normale Parade einsetzen. Das ist ganz cool, wenn man damit dann pariert, dann ist tatsächlich vor allem so ein kleiner Wirbelwind
Und ja, wenn Pfeile oder sowas auf ihn schießen, kann man die damit ablenken, dann fliegen die in eine andere Richtung. Die fliegen nicht direkt zurück, wo sie herkommen, leider. Wäre natürlich cool, wenn man einen Pfeil einfach direkt zurücklenken könnte. Sie fliegen aber auf jeden Fall irgendwo hin und können tatsächlich andere Gegner treffen. Das ist aber reiner Zufall. Wirkt auch auf Wurfmesser und Bomben und sowas. Also ist auf jeden Fall cool. Ist auf einem normalen Schild besser als die normale Parade, also auch so von der Schwierigkeit her, Sachen zu parieren. Auf einem kleinen Schild schlechter als die normale Parade, leider. Deswegen werde ich es jetzt nicht benutzen. So, und hier ist ein kleiner geheimer Pfad. Den werde ich jetzt nicht weiter verfolgen, aber man sieht schon, der geht hier einfach an Sturmschleier vorbei. Ich muss Schloss Sturmschleier eigentlich überhaupt nicht durchqueren. Ich kann mich auch einfach hier an einem geheimen Pfad an der Seite durcharbeiten. Und mit durcharbeiten meine ich durchreiten. Ist einfach nichts im Weg, ist ein paar Wölfe mal, aber who cares. Mache ich aber nicht, ist ja irgendwie blöd und langweilig. Deswegen gehen wir mal zurück zur Hütte am Sturmhügel und versuchen jetzt endlich mal Schloss Sturmschleier zu stürmen. Jetzt haben wir eigentlich nicht mehr wirklich was anderes vor uns. Jetzt geht's langsam los. So, das ist natürlich gut verteidigt. Wir haben es gerade ganz kurz schon gesehen. So, die Ritter hier ignoriere ich mal. Aber man sieht auch, das sind Befestigungsanlagen. Und was da auch sind, was wir von hier aus jetzt noch nicht sehen können. Ich meine, es sind natürlich hoffenweise irgendwelche Ritter. Ganz oben ist irgendwo der Eingang. Und hier sind auch Ritter versteckt im Gebüsch. Und ganz oben steht eine Balliste. Oh, und da schießt schon jemand auf mich. Gar keine Lust drauf. Ich wechsle mal den Schild. Ich glaube, parieren ist hier nicht so meins. Ah, gut, Bestienschild. Oh. Der, ich sehe schon, an seinem Gürtel hat er eine Kröte. Da will ich gar nichts sehen, von wissen. Das ist nämlich auch so typisch. Diese Soldaten, da sind immer welche dabei, die dann plötzlich Alarm schlagen. Und das ist natürlich dann echt gefährlich, weil dann kommen hier alle gerannt und hier sind ja echt viele versteckt, wie man sieht. In den ganzen Gebüschen überall irgendwelche Soldaten. Ich hätte den Schild ändern sollen, dass das jetzt auch parat hat, ist natürlich blöd. Habe ich nichts anderes? Ah, perfekt. Kein Talent. Kein Talent bedeutet, ich kann von meiner Waffe die Fähigkeit nutzen und das ist wilde Schläge und das sieht so aus. Also eine sehr coole Fähigkeit, mit der man verschiedene Kombos machen kann. Die benutze ich auch ganz gerne mittlerweile. Kann man sich auch gut durch Gegner durchpowern, die einfach sehr viel irgendwie Rüstung oder sonst was haben. So. Hier kann ich mich jetzt tatsächlich oben reinschleichen. Hier ist ja der Eingang. Hier stehen haufenweise Ritter. Hier ist die Balliste, von der ich geredet habe. Oh, cool. So, kurz in den Eingang reingeschaut. Es ist einfach nur ein langer Tunnel. Das heißt, hier kann man gefahrlos einfach reinrennen. Ich gucke mal noch, was hier so an Gegnern unterwegs ist, bevor ich das mache. Ein bisschen kann man sich mal auffüllen, dann haben wir mehr als genug. Und man sieht, dass hier wäre die Straße einfach runter gewesen. So viele sind es am Ende nicht, da kommt man eigentlich auch relativ leicht durch. Aber während eine Balliste auf einen schießt, ist es natürlich echt anstrengend. Man sieht, was man vor allen Dingen hat, während man diese wilden Schläge benutzt, ist, man wird nicht so leicht rausgebracht aus den Schlägen. Normalerweise, man schlägt und jemand anders trifft einen vorher, wird man ja einfach unterbrochen. Aber wilde Schläge sind so, ach nö, ich mache aber weiter. Ist natürlich echt witzig. Und je nachdem, was für eine Waffe man hat, kann es auch wirklich, wirklich gemein werden. So. Damit sind hier alle Soldaten tot, glaube ich. Hier unten war dieser Skarabäus. Ja, von da kommen wir. So, und in Schloss Sturmschleier natürlich keine Pferde erlaubt.
So, eine Sache, die mir einfällt. Ich habe ja gerade, also ich habe auf der Axt wilde Schläge drauf, aber ich habe auch gerade die Kriegsasche für wilde Schläge gefunden. Da kann ich natürlich, wenn ich das mache und die wilden Schläge einfach direkt drauf packe, kann ich natürlich wechseln auf zum Beispiel eine schwere Affinität, die bedeutet, es skaliert besser mit Stärke. Und wenn ich gucke in der Mitte bei meiner Angriffskraft, sehe ich ja körperlich 165 plus 36 wird dann zu 151 plus 61, was halt einfach mehr Schaden ist. Blöderweise muss man jedes Mal zusammenrechnen. Wird manchmal wirklich so im Detail kompliziert. Aber hey, mache ich natürlich gerne. Jetzt habe ich eben eine Axt mit Wildschlägen, die anders skaliert. So, schauen wir mal. Ich nehme mal wieder meinen normalen Rundschild. Ich ahne schon, was passiert. Ja, ich glaube, dabei belasse ich es. Oh, ich habe ja relativ viele Seelen. Was sagt denn mein Level? Ah, so, hier ist einfach nur so ein kleiner Eingang. Und man sieht schon, hey, hier ist eine Statue zum Beschwören. Und hier ist ein Symbol, bei dem ich Zauberer Rogier beschwören kann. Irgend so ein Typ mit so einem riesigen Hut. Sieht mich aus wie ein Gaukler. Mache ich jetzt natürlich nicht, aber ja, was wird hier schon sein, ne? Widerliche Befleckte. Auf der Suche nach dem Elden Ring, da erscheint einer aus goldenem Schimmer. So ein runzliger Typ. Ermutigt vom Feuer des Ehrgeizes. Ganz viele Hörner, sieht aus wie eins von den Scheusalen ein bisschen. Ist aber keins. Du hast eine vergammelte Robe an und so einen Stock. Und er springt sehr viel höher, als man erwarten sollte. Ich denke, das ist ein alter Mann. Aber es ist ein Anime. Der Superheldenlandung. Eure Flamme gehört ausgelöscht. Diese Aufgabe wird Margit dem Grausamen anheimfallen. Ja, Bosskampf. Margit, das grausame Mal. Riesiger Typ, hat so einen fetten Schwanz. Schlägt mit seinem Stock zu. Geht lebenstechnisch so, aber ist halt ein richtiger Boss und ist für viele der erste richtige Intro-Boss. Es wirft da plötzlich magische goldene Dolche auf mich, springt halt rum wie noch was. So, ich lasse ihn einfach mal machen, damit wir auch mal sehen, was passiert, wenn ich sterbe. Ja, heilen kann ich mich ja schon mal, aber. Er hat unglaublich viele Hörner an seinem Kopf. Das ist spannend. Und dieser Schwanz ist auch voll mit so Stacheln und so einem Fell. Und sonst hat er nicht viel an. Oh, jetzt beschwört er. Sieh an, welch verborgenes Talent. Das Blut des Krieges fließt fürwahr durch eure Adern, Befleckte. Und plötzlich fängt er an, auch einen riesigen Hammer und Schwert zu beschwören. So. So. Und irgendwelche riesigen Kombos auszupacken und so ein Spaß. Alter, ich dachte, ich nehme dir jetzt mal gar nicht so ernst. Und guck mal, was er sagt, wenn er uns tötet. Aber ich will mich natürlich nicht einfach umhauen lassen. So. Okay. Begrabt diese närrischen Ambitionen, sagt er. Cooler Typ. Ist unironisch einer der wahrscheinlich der schwerste erste Boss, den es in dem Souls-Spiel gab. Ich meine, man kann jetzt natürlich darüber streiten, was soll denn das heißen, erster Boss? Ich habe da schon Bosse gemacht. Der Spaß bei der ganzen Sache ist, wenn man einfach nur am Anfang ahnungslos losrennt und denkt, hey, die Gnade führt mich ja hier entlang, ja? Dann geht man einfach hier schön lang, geht den Sturmschleier, trifft den, ist wahrscheinlich noch Level 12. Der reißt dann auseinander. Vor allen Dingen, wenn man das noch nicht oft gemacht hat, wenn man das Spielsystem hier jetzt noch nicht so gut kennt.
Das ist knackig. Margit ist ein richtig, richtig asozial schwerer Boss für den Anfang. Wer den direkt schafft, Hut ab. Selbst Leute, die erfahren sind in Souls-Spielen, ich glaube, keiner schafft den einfach direkt. Jeder hat erstmal Probleme, muss erstmal lernen, wie das umgeht. Und das Spiel versucht einem sehr zu vermitteln, hey, der ist schwer. Mach doch erstmal was anderes. Es sagt es einem nicht, aber man lernt dann halt so ein bisschen, warum soll ich hier mit dem Kopf gegen die Wand rennen? Dann mache ich doch halt lieber hier erstmal den Süden, die Halbinsel der Tränen, krieg ein bisschen bessere Heilflaschen, krieg ein paar Level, bessere Ausrüstung und so weiter. Lern mehr über das Spiel, hab dann halt den leichteren Boss, nämlich hier das Scheusal, hier das Löwenscheusal zum Beispiel mal gemacht und die ganzen kleinen Dungeons und Drachen und so ein Quatsch. Dann sieht das plötzlich schon ganz anders aus. Dann kann man mit dem vielleicht auch mal umgehen. Ich habe die ganze Zeit wie immer instinktiv versucht zu parieren. Das kann man mit ihm tatsächlich auch machen. Ist auch super cool. Ist auch so ein Boss, den man zweimal parieren muss. Ich werde es wie immer jetzt auch mal ein bisschen probieren. Ich werde mir jetzt hier nicht Ehrgeiz geben, ich muss den jetzt sofort schaffen und so weiter. Machbar ist er natürlich voll. Ich gucke einfach mal ein bisschen Spaß mit dem Boss zu haben. Ich mag Margit als Boss sehr. Prinzipiell sehr coole, sehr interessantes Design finde ich vor allen Dingen. Die Arena ist halt auch geil, weil so. Hey, geht doch. Ich habe den tatsächlich einmal besiegt mit nur Parieren und es ist echt anstrengend. Aber man kann es schaffen. So, jetzt packt er seinen Hammer aus, so ungefähr bei 70%. Oh. Junge. Kann ja auch nicht zaubern. Ah, die Kombi ist richtig gemein, wenn er das beides macht. Stimmt, das könnte wirklich eine Anspielung auf den Minotaurus aus Dark Souls 1 sein, hier diese Arena. Boah, diese Dolche, die wirft sind auch geil. Ui, das war knapp. Komm, die habe ich auch fast noch nie gesehen, dass er beide Waffen gleichzeitig bin. Sehr cool. Ja, die Arena könnte auf jeden Fall eine Anspielung auf Minotaur sein, was diese enge Brücke ist. Ich glaube, es ist auch sehr so ein Ding von Souls-Spielern sind es gewohnt, hey, eine Brücke, da kommt bestimmt ein Drache. Diese Brücke sieht ja auch voll nach Krieg aus, also falls ich ihn jemals töten werde, werden wir dann auch uns mal angucken, wie diese Brücke hier aussieht. Hier sind ja auch überall diese Befestigungen aufgebaut und der ganze Spaß. Ja, ich überlege gerade, ob ich wechsle von Schild. So, ich probiere das mal andersrum, dass ich den Schild wechsle auf. Und vielleicht das Ding zum Heilen bei kritischen. Wenn ich schon mehrmals kritische Treffer schaffe, kann man das ja auch probieren. Den Spaß hier auch mal aktivieren. Jetzt geht's. Hey, das war gespielt. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Es ist so cool, wenn parieren klappt. Es ist so high risk, aber es sieht so cool aus und man fühlt sich so gut, wenn es funktioniert. Fühlt sich aber wie der King. Dabei ist es auch nicht so krass hochlevelig. Also, gibt sehr viel schwerere Sachen im Spiel zu machen.
Der Market bringt einem vor allen Dingen sehr bei, dass er diese verzögerten Attacken hat. Weil das ist so eine Sache, die in Elden Ring wirklich. Oh, ups. Für viele schwer zu lernen ist, dass die Attacken nicht sofort kommen, sobald sie ausholen. Ja, das sieht doch gut aus. So viel dazu. Und er löst sich in so goldenen Nebel auf und glitzert und so. Ich werde euch nicht vergessen, Befleckte. Lichterloh brennt eure spärliche Flamme. Er zittert vor Angst. Er zittert vor der Nacht. Die Hände des grausamen Mahls werden euch keine Gnade gewähren. Okay. Also, er lebt noch. Der ist ja jetzt auch einfach nur in so goldenem Nebel verschwunden. Der ist ja nicht gestorben. Wir haben ja nicht. Normalerweise, wenn Gegner sterben, dann lösen sie sich in diesem weißen, wirklichen Nebel auf. Und der ist in diesem goldenen Glanz, ähnlich wie die Gnade, hat der sich aufgelöst. Und so ist er ja auch erschienen. Und er hat noch geredet. Und also, ja, pass gut auf. Nachts werden meine Hände kommen. So, also, er nennt sich ja das grausame Mal. Was ein Mal ist, ist auch immer noch so, keine Ahnung. Also, ein Mal ist tatsächlich eine Art von Lebewesen. Das, was er ist, nämlich. Gibt es auch noch andere. Ein Mal ist nicht sowas wie ein Scheusal, aber sie haben eine ähnliche Art. Im Englischen heißen die Omen, aber das ist eine nicht so gute Übersetzung davon. Wow, das sieht gut aus hier. Die meiste Spekulation, weil er ja dieses sagt von, oh, die Hände des Mahls und so weiter, fürchte dich vor der Nacht. Die bisher meiste Spekulation, die ich gehört habe, was das bedeuten soll, ist, dass diese Nachtkavallerie, dass die ihm unterstehen, dass die von ihm geschickt wurden. Und ich glaube, das ist auch irgendwo bestätigt. Aber dass die Gegenstände, wo das steht, findet man erst sehr viel später. So. Die Arena selbst hier. Seht ihr, links und rechts geht's runter. Viele Leute werden ja auch mal von dem gerne runtergeschubst. Das ist natürlich auch mal ein Riesenspaß. Man sieht, hier sind so Barrikaden, die sind aber kaputt. Und überall liegen hier Waffen. Hier war offensichtlich irgendwie Krieg geführt. Und wenn ich, oh, wenn ich in die Richtung schaue, sehe ich da hinten Schloss Morn. Das ist ja ganz schön weit weg. Und hier vorne in der Mitte jetzt genau ist dieser Schrein, bei dem man angefangen hat. Das ist so weit weg, dass nicht mal die Statue, die oben drauf steht, eingeblendet wird. Witzig. Ja, gut. Hier ist offensichtlich irgendwie eine Schlacht gewesen. Man beachtet die ganzen Waffen, die hier rumliegen. Wir sehen keine Leichen. Aber haufenweise Waffen, als wären hier Leute völlig zerschlagen worden. So sehr, dass es sich nicht mal, dass sie nicht mal ihre Waffen mitgenommen haben. Vielleicht sind sie weggerannt, vielleicht wurden die Leichen auch einfach entsorgt. Die Barrikaden sind zur Seite geräumt oder zerstört hier. Schwer zu sagen, hier liegen halt auch so Pfähle auf dem Weg. Oh, hier ist Blut. Ich weiß nicht, ob das von dem Kampf gerade kommt oder ob das immer hier ist. Also anscheinend war hier eine echte Belagerung im Gange. Oh, und ein Gegenstand, den wir bekommen haben von nebenhaufenweise Runen, wow, 12.000 Runen, ist hier Talismanbeutel. Ein kleiner, handgewebter Sack, ziemlich verschlissen. Die alte Fingerleserin gibt ihn dem regierenden Fürsten oder jenen, die nach dem Thron des Fürsten streben. Erhöht die Anzahl der Talismanplätze. Als Stimme der zwei Finger leben Fingerleserinnen angeblich ewig. Eine von ihnen soll sogar der königlichen Familie als Amme gedient haben. Ich meine, die Fingerleserinnen sind diese alten Frauen, wo wir gerade mit einer geredet haben, die keine Augen haben. Es gibt ja auch diese Zwillingsfingerleserinnen oder wie auch immer die heißen, die Verkäufer sind, aber normal Fingerleserinnen sind die, die lesen tatsächlich von deinen Fingern dein Schicksal ab. Dass die alte Fingerleserin, wer auch immer das jetzt genau ist, das ist nicht die, die wir gerade getroffen haben, das ist eine spezielle Person, gibt ihn dem regierenden Fürsten oder jenen, die nach dem Thron des Fürsten streben. Das heißt, Margit ist entweder der regierende Fürst oder er strebt nach dem Thron des Fürsten. Wissen wir jetzt noch nicht. Aber es ist spannend. Es ist kein Zufall, dass der das droppt. Also eins von den beiden Sachen ist tatsächlich, was mit ihm ist. So. Ja, und das heißt natürlich, hey, wir haben jetzt zwei Talismanplätze. Insgesamt kann man bis zu vier Talismanplätze bekommen. Das heißt,
Mit der Zeit verdient man sich mehr von diesen Talismanbeuteln. In festen Zeitpunkten im Spiel. Boah, was nehmen wir denn da? Ach, mehr Ausdauer ist immer schön. So, ich setze mich mal hin. Vielleicht können wir ja leveln. Interessanterweise, wenn man. Ah, jetzt kann man es nochmal merken, hier die Gnade, die besteht hier tatsächlich aus so Rinde. Wenn man nicht zu einer Gnade geht, die außerhalb von Limgrave ist, und Melina einem deswegen nicht anbietet, zur Tafelrundfest zu gehen, spätestens wenn man einmal im Kampf gegen Margit war, egal ob man ihn besiegt hat oder ob man gestorben ist, das nächste Mal, wenn man sich an der Gnade hinsetzt, erscheint Melina auch. Das heißt, früher oder später wird man dahin gebracht. Also selbst wenn man sich einfach stupide hier den Kopf einrennt gegen Margit, dann kommt man wenigstens mal zur Tafelrundfeste, lernt da vielleicht seine Waffe weiter aufzurüsten. Ich meine, dass meine Waffe halt jetzt auf plus 6 war, was natürlich, wenn man direkt von Anfang an direkt zum Margit rennt, nicht der Fall ist, hilft natürlich auch. Der Schaden war jetzt relativ angemessen, aber wenn man wenig Schaden macht, dann ist er natürlich umso schwerer. So, schauen wir mal Stufenaufstieg an. Was macht man? Ach, mehr Weisheit, mehr Kraft, mehr Kondition. Ach. Kondition ist immer smart. Und wenn ich zwei Äxte tragen will, brauchen wir das ja. Andererseits ist mehr Kraft auch immer smart. Dann hat man mehr Leben. So. Schauen wir doch mal. Das hier ist Schloss Sturmschleier. Hey, cool. Überall dieser Belagerungsquatsch. Hier sieht man auch, die Straße ist auch auf diese coole Weise gebaut worden. Es ist in der Mitte eine glatte Straße, wo halt dann eine Kutsche hochfahren kann. Und links und rechts sind Treppen für die Fußgänger. Oder halt die, in der Mitte kommen halt auch die Pferde hoch. Aber es ist ja alles völlig eingestürzt. Dieses Schloss hat echt schon bessere Tage gesehen. Oh, man beachte hier. Diese. Ja, wie nennt man das? Schrammen? Das sieht aus wie riesige Kratzer, als hätte irgendein gewaltiges Monster dagegen gekämpft. Vielleicht sowas wie ein Drache oder so. Aufregend. Oh, und natürlich ein Baumsymbol über dem Eingang, der übrigens zu ist. Und überall diese schönen goldenen, edlen Verzierungen. Also Schloss Sturmschleier ist wirklich gewaltig schön gebaut. Da hängt auch ein Banner mit einem Löwen drauf. So, was gibt's noch zu sehen? Das war's. Haufenweise Vögel natürlich. Ich meine, hier stürmt's ja auch. Der Turm ist auch völlig in Mitleidenschaft gezogen. Und direkt die nächste Gnade. Wow. Man sieht schon, hinter der Tür liegen auch Items. Cool. Bevor ich das mache, hier ist natürlich eine kleine Treppe nach unten. Mal schauen, was hier so los ist. Krummfingermedizin. Na, schönen Dank auch. Wahrscheinlich, weil die meisten Spieler eine Menge davon verbrauchen gegen Margit. Und hier ist nochmal ein kleines Geheimnis. Feuerfett. Und hier sind wir in einem kleinen Garten. Hier hätte ich auch hier runterspringen können. Die linke Seite, da wäre aber nicht viel zu holen gewesen. Und hier ist einfach eine Schlucht. Ich meine, man sieht schon, da drüben kann man irgendwann auch hin. Da oben sind ja auch so Wege und sowas. Aber hier können wir uns nur eine Trinas Lilie holen. Danke, viel Spaß noch. Und hier ist auch ein Loch in der Wand. Und man sieht auch. Ich meine, die Dinger da oben, das sieht aus wie Kratzer von einem Drachen. Das ist ein kreisrundes Loch. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Kratzer von einem Monster. Das sieht eher aus wie Kanonenkugeln oder so. Aber in verschiedenen Größen. Als wäre hier irgendwas eingeschlagen einfach. Aber von wo? Hier ist ja nichts. Ich meine, da unten ist irgendwo Land, ne? Aber. Ha. Das ist jetzt ein bisschen unrund. Also ein normaler Kanonenkugeleinschlag A wäre nicht durch so eine fette Mauer. Ich meine, beachte, wie dick die Mauer ist. Einfach durchgekracht. Die ist ja fast Massivstein. Ich meine, ein bisschen Holzverstärkung, okay, aber. Und das ist unrund. Und eine Kanonenkugel ist ja meistens eher kreisrund. Aber das sieht irgendwie anders aus. Und das Gestein ist ja auch so. Wie geschmolzen. Gruselig. Ja, nicht gruselig. Bedenklich, was ist hier wohl passiert. So.
Ich habe gerade noch eine Idee, bevor wir uns reinwagen. Ich habe 4000 Runen. Ich will noch mal zur Hexe Selen, oder zur Zauberin Selen, Entschuldigung, und gucken, ob wir uns irgendwelche coolen neuen Zauber holen können. Hat sie doch bestimmt was auf Lager. Da seid ihr, meine Lehrtochter. So. Schauen wir mal. Schimmersteinsterne, wo man drei Schimmersteinschuppen schießt. Naja, das können wir noch nicht. Aber wir können hier Waffe des Gelehrten. Erfüllt die Waffe in eurer rechten Hand mit Magie und verleiht ihren Angriffen die Affinität magisch. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden. Die Kuckucksritter lernten diese Zauberei an der Akademie als Lohn für ihren Pakt. Gleich gibt's als Schild. Wohin habe ich hier so eine Schimmersteinphalanx, mit der ich haufenweise Schwerter um mich rumschweben habe, die die Gegner automatisch angreifen? Oder? Karianischer Schlitzer schafft ein magisches Schwert. Zauberei der königlichen Familie von Karia ist vielleicht eine interessante Info. Er schafft ein magisches Schwert und schlagt mit einem schnellen, ausladenden Schlitzer zu. Diese Zauberei, ja, kann nach einer anderen Aktion ohne Verzögerung gewirkt werden. Selbst unter den mächtigsten karianischen Schwertzaubereien sticht diese Technik besonders hervor. Das ist natürlich auch cool, gerade als Magier ist so ein schneller Schwertangriff mit einem Zauberstab ist natürlich super gut, das ist echt mächtig. Ich glaube, für uns ist aber Waffe des Gelehrten erstmal ganz geil. Die Schimmersteinzauberer der Akademie von Raya Lucaria. Interessant, die Kuckucksritter lernten diese Zauberei an der Akademie, aber die Kuckucksritter und die Akademie sind vielleicht nicht das Gleiche. Das ist, glaube ich, am ehesten was für uns. Unsere Waffe mit Magie verzaubern, um die einfach stärker zu machen. Ich meine, es ist wie so ein Feuerfett oder sowas draufpacken. Nur es ist halt quasi kostenlos. Und ich sehe auch gerade, da wir jetzt ein paar Zauber gelernt haben, können wir sie fragen über Schimmersteinzauberei. Unsere Kunst nutzt die Macht, die im Schimmerstein verankert ist. Aber was für eine Macht ist das genau? Schimmerstein ist der Bernstein des Kosmos. Goldener Bernstein enthält die Überreste uralten Lebens und somit seine Lebenskraft. Schimmerstein hingegen enthält die Überreste des Lebens und somit die Lebenskraft der Sterne. Vergesst niemals, die Schimmersteinzauberei ist das Studium der Sterne und ihres Lebens. Eine Tatsache, die heutzutage wohl die meisten Zauberer ignorieren. Super spannend. Ja, ich meine, über Bernstein haben wir schon viel gehört. Das ist ja ein super heiliger Stein hier in Elden Ring für die Leute, die den Erdenbaum anbeten, weil Bernstein ist ja aus Harz. Aber dass Schimmerstein quasi sowas wie Bernstein aus den Sternen ist, ist natürlich mega spannend. Vor allen Dingen, wenn man denkt, dass Astrologie ein großes Thema ist. Wir haben ja schon sowas gefunden wie hier Sternlichtsplitter. Überreste einer Supernova zum Beispiel. Wir haben, der Astrologe ist die Startklasse für Magier. So, da ist echt viel noch drin. Also Astrologie ist ja auch ein großes Ding. Das wird noch viel Thema. Natürlich sehr viel mehr, wenn wir dann irgendwann mal dieses Raya Lucaria besuchen. Jetzt gerade geht es natürlich um Leute, die ganz anders drauf sind. Wir gehen mal wieder zurück zu Schloss Sturmschleier. So, und ich setze mich auch mal kurz hin und lerne auch den neuen Zauber, den wir jetzt haben. Und damit kann ich jetzt ziemlich cool meine Axt magisch verstärken. Wow, und dann ist sie blau. Mega. Magischer Barbar. Wer will es nicht? So, ich setze mich kurz hin, um das Mana zu regenerieren. So, und jetzt schauen wir doch mal. Kann ich eigentlich den hier auch langsam mal ändern, oder? So, hier ist so ein kleiner Nebenraum. Ich meine, das Tor hier ist natürlich zu. Ihr da, kommt doch bitte her. Da steht so ein Typ. Sieht aus wie einer von diesen Adligen, die man oft trifft. Ist irgendwie riesig und lanky, der Typ. Alles der Kompass. Hat auch so Fesseln um den Hals. Mit dem wohl ist. Ihr seid eine Befleckte, nicht wahr? Ich würde euch davon abraten, durch das Haupttor zum Schloss zu gehen. Es wird von erfahrenen alten Arbeitern schwer bewacht.
versucht es an dieser Öffnung. Davon wissen die Wachen nichts. Ihr kommt ungesehen ins Schloss. Ich kann zu ihm jetzt sagen, nee, ich will unbedingt durchs Haupttor. Da muss ich an extrem vielen Soldaten vorbeirennen. Mehrere Ballisten mit Sprengpfeilen schießen auf mich. Ist ungemütlich, geht natürlich sehr viel schneller. Ich mag aber lieber den Weg hinten nehmen, der ist irgendwie spannender. Deswegen sage ich mal, nun gut. Ja, so ist es richtig. Eure Art gefällt mir gut, Befleckte. Ich bete für euren Erfolg. So, ist überhaupt nicht verdächtig, der Typ. Ich meine, er hat ja nicht umsonst diese Fessel um den Hals. Die Fessel, die aussieht wie ein Baum, wenn ich es mir genau ansehe. Sehr cool. Und er sieht ja auch total vertrauenerweckend aus. Hat ja nur hier irgendwie Blut an der Schürze. Aber gut, wenn er sagt, der Weg hinten rum ist besser, dann wird es schon stimmen, ne? Warum sollte er mich anlügen? Ich kann ihn natürlich jetzt weiterhin fragen, hey, mach bitte das Haupt darauf und dann macht er mir das auch auf und dann kann ich ganz schnell diese Items hier auch looten und ich guck mal, ob ich hier mit dem Fernrohr durchschauen kann. Ja, da sieht man nur so ein bisschen. Ja, da sieht man ein klein wenig, da stehen Leute rum, so rote mit Fackeln. Was man hier halt nicht sieht, ist, dass da oben auf dem Gebälk mehrere Armbrüste stehen. Ja, gut, ein bisschen sieht man es von hier aus auch. Da stehen irgendwie 5 Armbrüste und auf dem Weg noch mehr und ganz viele Soldaten und viele Befestigungen und so. Und es ist so, Nee, ich gehe woanders lang. So, ich nehme tatsächlich den Weg hier hinten lang. Der ist irgendwie lustiger. Hier ist auch so ein fettes Loch in der Wand. Da sind wir jetzt auch direkt über der Stelle, wo ich gerade war. Hey, hier liegt was. Eine goldene Rune. Hier unten war ich gerade und habe diese Trinas Lilie gesammelt. Und jetzt sind wir hier. Da sind überall diese komischen Löcher in der Wand. Und diese Kratzer. Das macht natürlich echt Stimmung darauf, was hier alles so los ist, was man in dieser Burg alles finden kann. Ja, Ruinenfragment. Und beachte, wie das Gestein hier auch so... So sieht ein Stein ja nicht einfach aus, wenn er kaputt gemacht wurde. Das ist ja wirklich... Ich meine, hier diese Ziegel, ja klar, aber das hier, das sieht geschmolzen aus, als wäre hier Lava erkaltet oder sowas. Keine Ahnung, warum hier eine Fackel hängt. Das gibt irgendwie wenig Sinn. Nein. So. Und hier? Kann ich einfach runterspringen. Wenn ich ignoriere, dass da oben ein fetter Adler sitzt. Ein riesiger Vogel auf viel zu kleinen Zweigen. Ich glaube keine Sekunde, dass diese Zweige den aushalten. Aber naja, was soll's. Wieso sind wir mal nicht so pedantisch? Ansonsten ist hier eigentlich nicht viel. Es ist einfach so ein kleiner Hinterhof. Ich meine, legen wir uns mal mit dem an, ne? Oh, getroffen direkt. Scheint ja doch kein großes Problem zu sein. Es ist ein Adler. Ach, scheiße, liegt der im Gebüsch. Wo ist der? Na gut, wir werden noch mehr davon finden. Da gucken wir uns an. Hier ist direkt die nächste Gnade. Oh. Hier ist der Weg rein und hier sieht man, diese Wand ist noch viel ledierter. Hier kann ich quasi nach oben kraxeln. Da sehen wir irgendwelche riesigen. Oh, da unten ist eine kleine. Wie so eine kleine Kirche oder Ruinenecke. Aber hier sehen wir irgendwas auf riesigen hohen Klippen. Und das kommt mir direkt bekannt vor. Da ist diese eine. Ja, dieser kleine Tempelkirche und diese riesige Statue. Dann so ein kleines Tor. Und da hinten sehen wir ganz leicht über die Mauer tatsächlich eine Marika-Statue. Das ist das Intro-Gebiet. Dort haben wir gestartet. Und das ergibt ja irgendwo auch Sinn. Wir haben hier gestartet, sind ins Wasser gefallen, runtergeschwemmt worden und hier am Strand wahrscheinlich in dieser Höhle reingebracht worden. So, ich gehe aber erst mal zurück, wo der Adler gerade war. Da gibt es nämlich natürlich auch noch ein bisschen was zu holen. So, hier kann man runter. Da sitzen schon die nächsten, diesmal 2 sogar. Und ich bin ja nicht so, ich will ja nicht auf faire Weise bekämpfen. Wäre ja doof. Ich beschieße ja immer mit Zaubern.
Die sind nämlich, werden wir schon noch feststellen, gar nicht mal so ein großer Spaß zu bekämpfen. So, und den können wir uns vielleicht mal ein bisschen anschauen. Der hat. Oh, eine Flugfeder fallen lassen. Stimmt, Federn habe ich auch noch nie angeschaut. Flugfeder. Sprungfeder eines Vogels, Material zur Herstellung von Objekten, wird häufig zur Befiederung der von Pfeilen benutzt. Okay, cool. Dieser Adler hat an seinen Füßen Schwerter befestigt. Das sind so richtig schön edle Klingen, die nicht massiv sind. Das sind so Löcher drin, die sind wie so nur so teilweise verstärkt. Das kann man hier von der Seite nicht gut sehen, guckt gleich von der anderen. Die sind einfach nur so dran gebunden an seine Füße. Und er hat irgendwelche Fesseln an den Flügeln. Hier sieht man diese Klingen. Die sind sehr, sehr leicht. Ich meine, müssen sie auch sein, sonst könnte der Adler sie ja gar nicht heben. Vögel sind ja meistens nicht so super stark, um irgendwie sonst was hochzuheben. So. Na komm. Ich versuche ihn auf den Rücken zu drehen. Er hat nämlich auch an den Flügeln so Ketten. Ah, will er nicht. Ah, schade. Naja, vielleicht schaffe ich es, einen zu töten, dass er auf dem Rücken landet später. Aber man sieht hier an seinen beiden Flügeln sind auch so Fesseln angebracht. Und da, die sind mit einer Kette verbunden, als wären das quasi. Ja, als wären es wie Gefangene oder gezwungen hier zurückzuhalten, wie so Kampftiere. Ja, bis so ein Adler mal eine Ziege von der Klippe schubst oder noch ganz andere Sachen macht. Diese Adler, die haben es nämlich echt drauf. Die werden später noch eine echte Pest. Die Adler sind quasi die neuen Hunde. Hunde sind die alten Hunde, aber Adler sind die neuen Hunde. So. Boah, diese Wand. Übel. Ja, Hunde und Vögel werden immer weiter ein Problem sein. Nicht nur diese Adler, es gibt noch andere Arten von Vögeln, die schlimmer sind. Es gibt aber leider auch andere Arten von Hunden, die Probleme sind. Riesige zweibeinige Tyrannosaurus-Hunde, riesige zweibeinige Raben. Naja. So, da ist der nächste. Der frisst da irgendwas. Und der ist natürlich wie immer nicht alleine. Hier sind doch irgendwo andere. Ja, da sitzt doch einer. Reicht das aus? Nee. Der Schimmersternkiesel hat leider nicht so eine hohe Reichweite. So, zum Mana trinken, dann noch gucken. Das ist nämlich zwei direkt. Asozial. Okay, das ging jetzt noch. Oh, Sturmfalkenfeder. Und damit lernen wir auch, es sind gar keine Adler, es sind Falken. Ups. Ja, die Bären sind tatsächlich auch schlimm. Da haben wir heute schon gegen einen gekämpft am Anfang. Die Bären sind auch übel. Es gibt so viele so üble Viecher. Es gibt auch so Typen mit so 1000 Armen, die dann einen 2 Millionen Mal in der Sekunde schlagen. Da hat ja auch keiner Bock drauf. Irgendwelche riesigen Hummer, die auf mehrere 100 Meter entfernt einen snipen können und so. Es gibt echt gemeine Gegner in dem Spiel. Die Bosse sind alle okay. So, Feder eines Falken, der in perfekter Einheit mit den Stürmen lebte. Material zur Herstellung von Objekten. Diese in kleine Wirbelwinden gehüllte Federn werden häufig zur Befiederung von Pfeilen genutzt. Damit kann man ganz besondere Pfeile bauen, die dann auch so einen Sturmeffekt haben, der mehr Stabilitätsschaden verursacht. Dass diese Adler in Einheit mit den Stürmen leben, ist natürlich auch interessant. Adler, sage ich, Falken. Ich meine, weil wir sind ja hier in Schloss Sturmschleier. Ja, Schmiedestein 3, der erste. Cool. So. Und sonst, ja, ist hier gar nichts weiter. Man kann theoretisch auch hier hoch zu dem Turm, da ist aber erstmal nichts. Erstmal. Das heißt, bevor ich jetzt irgendwie weitergehe, setze ich mich mal kurz hin. Oh, und wir haben schon 3 vor 10. Ah, das heißt, der echte Sturm nach Sturmschleier rein passiert dann nächste Woche, würde ich sagen. Ich glaube, für diese Woche sind wir damit fertig für heute, weil jetzt dauert es eine Weile, bis ich die nächste Gnade finde. Und das ist auch ein cooler neuer Abschluss für, ja, das machen wir nächste Woche. Ja, es gibt schon auch sehr viele Bosse, die nicht okay sind. Aber Spaß machen fast alle. Ich meine, gibt so ein paar Bosse, so Doppelbosse und so. Na gut, aber da beschäftigen wir uns mit, wenn wir es dann sehen.
Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Bleibt gesund, halt die Ohren steif und so weiter. Und man sieht sich immer gern.